Durchwursteln als Prinzip, die deutsche Hochschule im digitalen Zeitalter. Das ist der Titel, den wir für die Podiumsdiskussion gewählt haben. Ist es vielleicht am Ende doch genauso? Wir reden den ganzen Tag über Strategieoptionen, über ein gelungenes Zusammenspiel von Hochschulleitungen, von Didaktikern, Fachwissenschaftlern, Hochschulpolitik. Und am Ende hängt doch irgendwie alles vom Zufall ab, davon, dass die richtigen Leute zufällig am richtigen Ort zusammenkommen. Vom Ausprobieren, vom Umgang mit dem Mangel, obwohl wir den Mangel ja offenbar im Augenblick gar nicht so haben, dem glücklichen Segeln von Gelegenheit zu Gelegenheit, oder eben ist es doch ganz anders und wir sind auf dem Weg zur Strategie. Darüber wollen wir diskutieren. Ich stelle Ihnen zunächst noch mal ganz kurz meine Gesprächspartner vor. Katharina Fegebank ist seit April 2015 zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Politikwissenschaft, öffentliches Recht, Anglistik studiert. Danach hat sie den interessanten, also habe ich noch nicht vorher davon gehört, aber es ist interessant, als ich mir angeschaut habe, postgraduierten Studiengang der Europawissenschaften in Berlin, der von allen drei großen Universitäten gemeinsam betrieben wird, absolviert. Von 2004 bis 2007 war sie wissenschaftliche Referentin der Hamburger GHL-Bürgerschaftsfraktion, danach 6 Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin im Präsidium der Leuphana-Universität Lüneburg, Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen bis 2015, seit 2011 in der Bürgerschaft. Sie sagt von sich selbst, dass sie eine begeisterte Twitterin ist und auch sonst digital, zumindest hat Ivo Rohm mir das gesagt, dass sie das von sich sagen, auch sonst digital sehr aktiv ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ich verspreche Ihnen, wir werden Ihnen heute eine Frage nicht stellen. Ich erwähne es auch gar nicht, das Thema. Also Exzellenzinitiative spielt heute keine Rolle. Schade. Also es sei denn, Sie wollen es anders. Also wenn Sie wollen, ne? Ich begrüße Ulf Daniel Ehlers, Vizepräsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, zuständig für die Bereiche Qualität und Lehre sowie Forschung, Anglist, Sozialwissenschaftler, Pädagoge, hat Stationen an der Universität Duisburg, Essen, an den Universitäten Augsburg und Maryland und ist jetzt Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen. Seine Habilitation hat übrigens den Schwerpunkt gehabt Bildungsqualität und neue Medien, also einmal das Thema immer beim Thema geblieben, könnte man sagen. Außerdem war Herr Ehlers 3 Jahre lang Präsident der European Foundation for Quality in E-Learning und saß im Vorstand und war Präsident der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Im Hochschulforum Digitalisierung ist Herr Ehlers auch engagiert, und zwar, engagiert, sagt man, in der Themengruppe Curriculum, Design und Qualitätsentwicklung. Herzlich willkommen, Herr Ehlers. Ich begrüße Harald Melcher, er ist seit 2012 Managementpartner der M2More GmbH, die Unternehmen, Organisationen und Hochschulen in Bereichen Medien und Bildung berät, mit den Schwerpunkten Digital, Strategiebildung, Konzeptionsbildung und vor allem in Bezug auf die damit einhergehenden Veränderungsprozesse. Vorher war Herr Melcher über viele Jahre Geschäftsführer der AKAD-Gruppe, die meisten von Ihnen kennen, eine der großen privaten Hochschulträger in Deutschland und zeitweise Vorstandsvorsitzender des Verbandes privater Hochschulen in Deutschland. Herr Melcher, kann man sagen, ist auch ein Mann des E-Learnings der ersten Stunde. Seit 1986 beschäftigt mit dem Thema beim Cornelsen Verlag. Und auch die AKAD-Hochschulen haben schon seit dem Jahr 2000 ein Blended Learning Konzept mit Online-Plattformen gehabt. Herzlich willkommen, Herr Melcher. Herrn Müller müssen wir Ihnen jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen, muss ich Ihnen nicht vorstellen, aber das tue ich trotzdem immer wieder gerne, weil er einfach eigentlich so viele Anlaufpunkte oder Anknüpfungspunkte in seinem Lebenslauf hat, die ihn für viele Themen zu einem gefragten Gesprächspartner machen. Er war über viele Jahre Rektor der Universität Bremen, studierter Philosoph, Erziehungswissenschaftler, Soziologe, über Jahrzehnte hinweg, ich glaube seit 1978 oder 79, Professor für sozialwissenschaftliche Technikforschung, Vizepräsident lange Zeit der HRK für Lehre, Studium studentische Angelegenheiten. Bis heute engagiert er sich in vielfacher Hinsicht für das Thema Studienqualität, sei es bei HRK Nexus oder als Themenpate, haben wir schon gehört, beim Hochschulforum Digitalisierung. Schön, dass Sie wieder hier oben sind. Sie haben ja vorhin schon viel erzählt über die Strategie oder sagen wir die Einführungsstrategien, über die qualitative Studie, die Sie durchgeführt haben. Da habe ich gleich noch eine Frage. Die erste Frage geht an Sie, aber Sie wundern sich vielleicht, warum da so ein leerer Stuhl ist. Den können Sie jederzeit besetzen. Das ist ein sogenannter Open Seat. Das heißt, ich werde immer mal wieder zwischendurch fragen, ob jemand für 10, 15 Minuten mitdiskutieren möchte. Weil gerade ein Punkt der Diskussion ist, wo Sie sagen, Mensch, also das kann ich jetzt so nicht stehen lassen.
dann kommen sie mit hoch und irgendwann sage ich dann auch wieder Dankeschön und, und dann wäre es natürlich auch schön, wenn sie dann wieder gehen würden, ja, also, dass wir da so ein bisschen Wechsel drin haben. Am Anfang lassen wir den Stuhl erstmal frei, es sei denn, jemand sagt sofort, ich möchte, aber vielleicht fangen wir erstmal an zu diskutieren und dann gucken wir mal. Ja, Herr Müller, Sie haben also vorhin in dieser kleinen qualitativen Studie über Einführungsstrategien von Hochschulen gesprochen. Sie haben die ganze Zeit von den Best Cases gesprochen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sagt er eigentlich nicht über die Worst Cases? Was ist denn, also schon bei den Best Cases hatten Sie viele Dinge, wo Sie gesagt haben, da muss ich noch was tun. Lässt sich das Thema Worst Case in einem Satz besprechen? Die machen einfach gar nichts? Also erstmal, warum eigentlich Best Case? Der Grund ist relativ einfach. Wir haben eine Situation, in der man aus den guten Beispielen lernen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Und es ist an den deutschen Hochschulen nicht alles verkehrt gemacht worden. Wir haben Beispiele, in denen es sehr viel richtig gemacht worden ist. Das ist die eine. Jetzt zum Worst Case. In einem Satz kann man das nicht sagen. Aber man kann in der Regel sagen, das Problem fängt in Präsidien an. Da gibt es irgendeinen Beschluss, einen Präsidiumsbeschluss, manchmal noch einen Beschluss des Akademischen Senates. Und dann fragt man sich, um was ist jetzt passiert? Und dann kommt häufig raus, gar nichts oder ganz wenig, ganz wenig. Dann gibt es ein oratorisches Durcheinander, es gibt keine Klärung der Verantwortlichkeiten, es gibt keinen eigenen Haushalt und so geht das weiter. Und dann stellt man nach einigen Jahren fest, man hat da zwar irgendeinen Beschluss gefasst und im Entwicklungsplan steht sogar dahinter stecke eine Strategie. Ja, aber das ist eine Strategie bei, das ist Management bei Potemkin, so verkürzt formuliert. Wenn man so etwas will wie Digitalisierung der Lehre, muss man es ernst nehmen. Und auf den guten Moment warten, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Wenn man den guten Moment erwischt, kann man ganz viele Hindernisse überwinden. Jetzt wundert mich natürlich nicht, dass der ehemalige Hochschulrektor mit der Brille sagt, es liegt vor allem an den Hochschulleitungen, dass da die Strategie fehlt. Das ist eine Frage, über die wir sprechen sollten auch. Aber zumindest haben Sie ja gesagt, bei den Best Cases gibt es sowas wie Strategieansätze. Da entwickelt sich was. Ich weiß, dass Herr Melcher jetzt sagen wird, nö, er sieht überhaupt keine Strategien an den Hochschulen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung, was Sie mir vorher gesagt haben? Also Sie haben jetzt was verraten, was ich heute so tagsüber zwei, dreimal gesagt habe. Oder auch öfter. Oder öfter. Sie haben gut zugehört. Nein, zunächst mal muss ich etwas vorwegschicken. Ich habe zur Vorbereitung jetzt auch der heutigen Tagung mir nochmal angeguckt, wo steht eigentlich das Hochschulforum Digitalisierung anhand der Papiere, die in den letzten Monaten veröffentlicht worden sind. Und da muss ich sagen, wir wissen eigentlich alles. Ich war wirklich tief beeindruckt und das ist ein Kompliment auch an alle, die hier versammelt sind und auch an die wenigen, die schon gegangen sind. Wir haben da sehr gründlich, vielen Dank Herr Janoschka, an den Stifterverband und alle, die sonst mitwirken, wir haben da wirklich sehr viel Wissen zusammengetragen. Ihre Frage zum Thema Strategie. Wir machen seit vielen Jahren Strategie im, ich sag mal, unternehmerischen, industriellen Umfeld. Ich habe Strategieprozesse schon erlitten mit Roland Berger, mit Boston Consulting und ich muss die jetzt nicht alle aufführen, die das weltweit professionell machen. Ich habe aber auch schon viele Strategieprozesse dann irgendwann danach selbst durchgeführt mit Institutionen, mit Unternehmen und ich stelle fest, dass auch heute wieder in den Workshops schon vorher dass jede Hochschule ein eigenes Strategiemodell auch hat. Also doch. Ich gehe noch weiter. Und in dem Strategiemodell, jetzt kommt es, ganz genau, danke. Und da steht immer Strategie drüber. Das ist aber nicht wirklich, wenn man so die klassische Lehre von den Unternehmensstrategien, die auch an allgemeine Strategiemodelle natürlich anknüpfen, das ist meistens nicht wirklich eine Strategie. Die erfüllt nicht alle Voraussetzungen. Wir haben zum Beispiel wenige Strategien, soweit ich das überblicke, Sie dürfen mich da gerne in allen Punkten korrigieren, die mit Zahlen bewährt sind, wie das so schön heißt. Wir haben wenig Strategien, die wirklich mal auch die Umfeldvariablen ausführlich betrachten. Und ich könnte die Liste fortsetzen. Okay. Das heißt, wir brauchen hier meines Erachtens, das wäre dann die Schlussfolgerung von mir, Universitäten bräuchten an dieser Stelle, wo sie sehr viel Vorarbeit geleistet haben und viele wichtige Punkte angesprochen haben schon und auch systematisiert haben in einer Anführungszeichen Strategie, hier fehlt jetzt der nächste Schritt. Es wäre gut, das zu professionalisieren noch, weil Strategien Vorteile in einer langfristigen Ausrichtung haben.
Machen wir da erstmal an der Stelle Punkt und geben die Frage gleich an den Hochschulvertreter hier auf dem Podium weiter. Herr Ehlers, können Sie das auf sich sitzen lassen? Hat die DHBW keine Strategie? Also, gar nicht. Also ich nehme das ganz anders wahr. Ich, um auch mal die Ehre der Rektorate wieder herzustellen, also ich meine, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Hochschulen prinzipiell Strategieschwierigkeiten haben, möglicherweise strategieunfähig sind, machen wir das eigentlich sehr gut. Also ich muss mal ganz kurz, Folgendes festhalten. Herr Melcher hat gesagt, eigentlich sind alle Informationen da, eigentlich wissen wir alles. Sagte, es gibt keine Strategie, obwohl wir alles wissen. Sie sagen, die Hochschulen sind eigentlich strategieunfähig und dafür sind sie noch ganz gut. Ja, und wenn ich mit meinen Kollegen zusammensitze, ich würde sagen, das Thema Strategie an der dualen Hochschule, an der ich arbeite, das ist eigentlich da gibt es einen sehr elaborierten Diskurs, es gibt klare Entscheidungen, es gibt klare Ziele. Und ich würde sagen, wir sind durchaus strategiefähig und haben auch einen klaren Blick auf unsere Ressourcen und auf die Kontexte, in denen wir agieren. Es gibt aber in Bezug auf Digitalisierung einen entscheidenden Punkt, der jetzt anders ist. Und das ist der, dass wir immer mehr Wissen haben. Und jetzt gibt es so einen Kulminationspunkt, scheint es mir, so nehme ich das auch wahr in dieser Tagung, wo wir beschreiben können, in welcher Weise können wir mit Digitalisierung unsere Strategien unterstützen, die wir haben. Mhm. Ein Beispiel nur aus meiner Hochschule. Wir sind eine der Hochschulen in Deutschland, die ein besonderes Strukturmodell hat. Wir sind eine State University. Wir haben 9 Standorte, die weitgehend autonom agieren mit eigenen Rektoraten, Dekanaten, Verwaltung und so weiter. Und ein Thema bei uns ist tatsächlich die Frage, wie können wir Digitalisierung nutzen, um diese State University, die Lehre, die wir erbringen in dieser State University, wir rollen unser Curriculum an allen 9 Standorten zugleich aus, also man kann überall Wirtschaftsingenieurwesen studieren, wie können wir hier Digitalisierung nutzen, um, jetzt kann man es alles aufzählen, qualitätsverbessernde Lehre zu machen, Synergieeffekte zu heben und so weiter und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Und da sind wir heute. Und ich glaube, man könnte jetzt, wie ich die Diskussion auch wahrnehme, eben das an anderen Hochschulen durchgehen. Diese Frage zu stellen, ist neu. Wie können wir Digitalisierung nutzen, um das Hochschulprofil ins Auge zu nehmen? Mhm. Frau Fegebank, Sie haben eigentlich 2 Perspektiven. Sie können einerseits was erzählen, wie das in Lüneburg so war, zum Thema Strategie, ja, haben Sie da, als Sie da waren, gemerkt, dass da in der Hochschulleitung eine digitale Strategie war? Lüneburg wird oft als ein Beispiel genannt, wenn es um das Thema geht, aber hatten die eine Strategie, haben die eine? Und die zweite Frage, wenn wir doch jetzt so, ich schreibe mal so eine gewisse Hilflosigkeit bei vielen Hochschulen sehen bei dem Thema. Informationen sind da, wir wissen viel, aber wie machen wir es jetzt? Was kann die Politik tun, um bei dieser Strategiebildung zu helfen, wohl wissend, dass Top-Down normalerweise nie funktioniert? Hallo erstmal. Vielleicht ist es ein bisschen flapsig, wenn ich sage Strategie hin oder her. Oft ist Papier ja geduldig und man kann so lange darüber reden, ob man eine gute, kluge oder keine Strategie hat, wenn man dann am Ende feststellt, dass man von einem Prozess, also wirklich einem gesellschaftlichen Veränderungsprozess so überrollt wurde, dass man am Ende nur noch die Lichter des vorbeigefahrenen Zuges sieht. Und deshalb ist gerade das Digitalisierungsthema eines, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass es zum einen darum geht, wie Herr Knutzen das eben so schön schon sagte, zu ermöglichen, also Möglichkeitsräume zu schaffen, die Köpfe zu haben, die begeistert sind und auch den Mut haben, einfach mal zu machen. Das kann und muss am Ende dann natürlich auch flankiert sein von den jeweiligen Leitungen. Das kann nicht einfach nur irgendwo so ein kleines Biotop sein, wobei auch aus so einem Biotop natürlich Großes wachsen kann. Aber das muss dann natürlich am Ende auch getragen sein. Und es bedarf guter politischer Rahmenbedingungen. Ich denke, da haben wir in Hamburg, ohne dass ich da jetzt uns zu sehr auf die Schulter klopfen will, durch unsere Gesamtstrategie Digitale Stadt einen Aufschlag vor 2, 2,5 Jahren, das war auch vor meiner Zeit schon gemacht, der gesagt hat, wir gucken uns alle Felder an. Und zwar nicht nur die Wissenschaft und die Hochschulen, sondern wir gehen auch in den Wirtschafts- und Hafenbereich hinein. Wir gucken uns die Schulen an, wir gucken uns den Kultur- und den Sportbereich, wir gucken uns alles an vor der Folie Digitalisierung. Ein Begriff in aller Munde und kaum jemand weiß, wie das eigentlich konkret zu füllen ist. Und haben dann
in einem zweiten Schritt quasi die Hochschulen eingeladen. Im ersten Schritt die staatlichen Hochschulen eingeladen. Wir sind ja jetzt in der Vorphase immer noch und müssen dann gucken, wie wird das institutionalisiert, wie wird das erweitert zu einer Hamburg Open Online University. Ist ja heute auch Thema gewesen. Und mir ist nur zugetragen worden, weil ich ja noch relativ frisch bin, darf ich das so sagen, dass es durchaus Widerstände am Anfang gegeben hat. Nachdem, was ist das denn jetzt schon wieder? Politik kommt, will das, will das, will das, will das. Wie wird denn das unterfüttert? Gibt es finanzielle Unterstützung? Wird das von den Strukturen hier flankiert? Eigentlich sehen wir uns völlig überfordert und wissen gar nicht, was ihr wollt. Und das Schöne an diesem Projekt, und es sind ja auch noch einige da, Frau Meyerberg habe ich gesehen, die das von Anfang an auch mit begleitet haben, dass durch den Prozess die Begeisterung an der Sache, das Miteinander, also nicht die Konkurrenz, sondern das Miteinander, Strukturen auch so gefestigt hat, dass man jetzt sagt, da sind wir echt vorn dabei, da sind wir stolz auf das, was wir geschaffen haben und stehen da wirklich jetzt am Anfang richtig abzuheben und zu fliegen mit diesem Projekt, das sich auf völlig neue Wege in der Lehre konzentriert und da sind alle dabei. Und ein Wort noch zur Leuphana, ich bin da jetzt ja schon ein Weilchen raus, aber das Thema Digitalisierung spielte in der Zeit, in der ich da war, schon eine Rolle als so Ideen- und Visionsthema. Dass man sagte, da entwickelt sich was und wir wollen nicht die Letzten sein, die aufspringen, deshalb lass uns gleich vorne mit dabei sein. Und da habe ich das schon so wahrgenommen, sicherlich auch ein bisschen diffus diskutiert, aber dass man sagte, da müssen wir was machen. Und dann wiederum hängt es immer von den handelnden Personen ab, dafür, wie man dafür brennt, welche Verbündeten man an Bord zieht. Also die Menschen sind es dann doch am Ende, die es ausmachen. Dafür müssen wir was machen. Ich glaube, das ist eine mittlerweile verbreitete Haltung an vielen Hochschulen, in vielen Hochschulleitungen. Manchmal noch diffus. Wir sind jetzt auf der Suche danach, was heißt dieses, dazu müssen wir was machen. Einige sind weiter in der Strategiebildung als andere. Aber was ich heute auch so ein bisschen aus Gesprächen mitgenommen habe, war auch so eine gewisse Konsternierung bei einigen, so nach der Art, wir machen hier tolle Angebote, wir versuchen eine Strategie zu entwickeln, aber warum sind nicht alle begeistert davon, was wir eigentlich hier machen? Da sind die Professoren, die machen mal mit, mal nicht, die willigen Professoren, die Koalition der Willigen, das war ja ein Stichwort, was heute, die machen dann mit, aber es gibt auch viele, die machen nicht mit. Die Studierenden, habe heute dann auch gehört, naja, das, was es gibt, finden die gut. Und was es nicht gibt, fehlt ihnen auch nicht. Also auch da ist jetzt nicht so der Druck da zu sagen, jetzt macht mal, wir wollen mehr. Ausnahme berufsbegleitende Studienprogramme, das haben wir ja gehört, aber sozusagen in der Breite. Und dann das dritte Hochschulbildungsreport, der jetzt ganz neu ist, nur 29% der Unternehmen sagen, ja, finden wir gut, klassische Vorlesungen durch Online-Formate zu ersetzen. Professoren wollen das nur zum Teil, Studierende, ja, Unternehmen, ach, 71% sagen, klassische Vorlesung funktioniert auch, da kommen gute Absolventen raus. Vielleicht ist ja auch der Grund, warum die Begeisterung nicht da ist, warum das mit der Strategiebildung nicht klappt, weil es keiner braucht. Herr Melcher? Ich wollte mich bei auf die Idee könnte man kommen. Ja, ja, ich wollte mich bei Frau Fegebank bedanken, dass Sie einen ganz wichtigen Aspekt schon jetzt in die Diskussion eben eingebracht haben. Als erstes sogar dieses Thema Digitalisierung. Herr Müller, Sie hatten es heute Morgen auch schon in diese Richtung behandelt. Herr Kerres hat heute Morgen gesagt, also vielfältig angesprochen, digitales Lernen erfolgt nicht, bedeutet nicht unbedingt besseres Lernen, sondern es ist nur anders. Und wir haben die Hoffnung, dass wir auch etwas verbessern können dadurch. Wir haben aber gesamtgesellschaftlich, und in diesem Fall kann man das oft strapazierte Wort global wirklich mal in den Mund nehmen, wir haben global eine gesellschaftliche starke Bewegung zur Digitalisierung. Und wir haben in Deutschland, deshalb vielen Dank an Sie, Frau Fegebank, die Situation, dass wir uns mit dem Thema konservativer, zurückhaltender, nachdenklicher, durchaus beschäftigen, gründlicher als in vielen anderen Staaten und ganz. Und wir es dann verpennen, heißt und ganz das? Und ganz Erdteilen, bitte?
nachdenklicher, gründlicher beschäftigen, heißt das, wir es dann verpennen? Oder ja, was wir verpennen das gerade, ganz genau. Wir haben das, vielen Dank, Herr Viada, wir gehen jetzt mal auf eine griffigere Formulierungsebene. Wir verpennen das tatsächlich. Ich kann das gut sagen, weil wir viele internationale Kontakte, Partner haben in unseren Tätigkeitsfeldern. Ich war vor einem Monat noch für 3 Wochen in den USA, habe da nochmal so den Stand ganz hautnah mitbekommen. Sie haben die Asienreise gemacht. Wir verpennen das tatsächlich in Deutschland ganz massiv. Ich habe manchmal den Eindruck, Digitalisierung liegt uns von der Kultur her nicht. Das heißt, die Antwort auf meine Frage, warum ist keiner begeistert, die pennen alle. Genau. Ja, wenn sie aufwachen würden, dann wären sie begeistert. Das überzeugt mich aber noch nicht so ganz, weil ich denke, vielleicht sind auch einige Leute an den Hochschulen schlauer, als man denkt. Und die sehen einfach für sich nicht, will ich dieses Wort Mehrwert nicht sagen. Die sehen einfach für sich nicht den Sinn da drin. Darf ich noch einen Satz sagen? Einen Satz, Herr Müller, der will auch. Okay. Und übrigens, wenn jemand nach vorne möchte, ne? Also der Platz ist frei, kommen Sie einfach. Wir verpennen das und wir haben die Dringlichkeit tatsächlich nicht erkannt. Wir würden aber, glaube ich, bei den Studierenden zum Beispiel sehr viel positive Resonanz finden, wenn wir auch ein entsprechendes Angebot machen würden, ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, da kommt jetzt gerade einer. Ich würde sagen, erstmal, wir geben ihm einen aufmunternden Applaus, dass er es bis nach vorne schafft. Sie haben eben schon den Kopf so gereckt. Sagen Sie eben einen Satz, wer Sie sind, und dann ist aber Herr Müller erstmal dran. Danach sind Sie da dran. Ja, Christian Thiel, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen und zuständig für den Bereich E-Learning und Blended Learning. Sie sind direkt nach Herrn Müller dran. Herr Müller. Okay. Ich habe in der Zeit, in der ich Konrektor und dann Rektor war, das sind 15 Jahre, mich immer bemüht, Entscheidungen des Rektorates auch noch als ehemaliger Hochschullehrer zu sehen. Das ist nicht ganz einfach, so im Laufe der Zeit geht diese Perspektive verloren, aber es war immer ein Spiel. Ja? Und vor dem Hintergrund habe ich mir sehr genau angesehen, was vor 10 und noch 7, 8 Jahren eigentlich möglich war im Hinblick auf Verbesserung von Lehre und Lernen. Und da muss ich sagen, war ich außerordentlich enttäuscht. An dem Punkt habe ich wertrational oder ich habe wertkonservativ reagiert. Ich setze doch nicht eine Sache ein, wenn ich weiß, meine Veranstaltung wird technisch moderner, aber fachlich schlechter. So. Und dieser Punkt ist heute überwunden. Das ist der entscheidende Unterschied. Also wir haben das, wie in dieser Studie auch, sehr systematisch gemacht. Immer kommt der Zufall da rein. Welche Personen sind gerade interessiert? Hat man die Chance auf Drittmittel? Das ist alles in Ordnung. Der entscheidende Punkt ist, dass die Lehrenden vor Ort und die Lernenden vor Ort erkennen müssen, dass die Lehre besser wird und sie bessere Möglichkeiten haben zu lernen. Und das ist lange nicht der Fall gewesen, muss man doch sagen. Wenn da für Mathematik in der Ingenieurausbildung über ein Softwaresystem nach einem Zufallsgenerator Aufgaben ausgedruckt werden, ist das ganz gut für die Studierenden. Fange ich deshalb an, ein Anhänger davon zu werden, alles zu digitalisieren? So, und das ist der Unterschied zu jetzt. Und da hat sich eben in den letzten 5, 6 Jahren eine Menge getan, muss man den Leuten sagen. Wobei ich noch die Nachfrage stellen würde, wo hat sich denn was getan? Also an welchen Hochschulen, an welchen Universitäten hat sich das getan? Und welche bieten noch die Formate an, wo Sie vor 5 Jahren gesagt hätten, brauche ich nicht? Ja. Also wir haben ja ausdrücklich nicht die Namen genannt derjenigen, die das nicht geschafft haben, und wir haben aber vermutet, dass diejenigen, die da auf dem Wege sind, diese Effekte zu produzieren, dass die sich heute weitgehend schon präsentiert haben. Also wir haben heute auch gute Beispiele gehört in den Fällen. So, und man kann auch in dem Punkt nochmal nachlesen, es gibt inzwischen auch Erkenntnisse der Lehr- und Lernforschung, das ist anders. So, als vor 5, 6 oder 7 Jahren. Also ich muss sagen, ich war immer ein Gegner dieser abfotografierten und abgefilmten Lehrveranstaltung. Konnte ich für Studierende gut nachempfinden, die haben dann die Veranstaltung geschwänzt und vor der entsprechenden Prüfung haben sich das ganze Zeug reingezogen. Ist ja ganz gut für die. Ich war immer erstaunt davon, wie schlecht ich ausgesehen habe und konnte erst dann einen anderen Eindruck davon gewinnen, als wir ins Labor gegangen sind und haben aus der 3/4 Stunde abgefilmter Sache dreimal eine Viertelstunde im Labor gemacht. Und das ist ein qualitativer Sprung. So, und diese Art von Sprüngen müssen jetzt organisiert werden. So, Herr Thiel, jetzt sind Sie dran und Frau Fegebank hat sich danach zu Wort gemeldet. Ich wollte eigentlich auch nur also an den Punkt ein bisschen anschließen, dieser Faktor der Qualität. Also ich bin in einem Projekt tätig, wo es halt darum geht, wirklich mit den Lehrenden auch Inhalte zu entwickeln. Und was wir festgestellt haben, ist einfach, dass wir dort Projekte initiieren können, die immer sehr personell sind, die immer sehr kleinschrittig sind, dass das auch nicht die großen Sachen sind, die von den Studierenden aber extrem positiv bewertet werden. Was mir jetzt überhaupt nicht hilft, ist eigentlich, wenn ich diese öffentlichen Diskurse angucke, was dort immer gemacht wird oder was dort auch passiert. Wir diskutieren immer partiell einzelne Sachen, die gerade hoch sind. Das sind so Trends, die durchgepowert werden. Das sind erst die MOOCs, dann haben wir jetzt, was gerade so an ist, dass überall Lehrveranstaltungen in einem großen Maß gefilmt werden. Und wenn ich mich da angucke,
und bei YouTube zum Beispiel umschaue, dann habe ich von ganz vielen Universitäten eine ganze Menge an total langweiligen Videos, wo anderthalb Stunden wirklich nur eine Person vorne an einem Pult gefilmt wird. Und das macht es mir unheimlich schwer, dann noch irgendwie zu sagen, nach außen hin zu vermitteln, das soll jetzt irgendwie unsere Qualität steigern. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, was sich auch in den Fördermaßnahmen niederschlägt, weil das einfach so Trend ist, dass man dann von oben mit der Gießkanne drauf solche Sachen zwar fördert, die Sachen, die aber Qualität von unten her bringen würden, auch nicht so unbedingt einbezieht. Das heißt, da sind doch noch viele Formate da, die eher an das erinnern, wo ein Herr Müller vor 5, 6, 7 Jahren gesagt hätte als Hochschulleiter, lassen wir lieber, Frau Fegebank. Genau das wollte ich auch sagen. Wenn man Digitalisierung gleichsetzt mit Online-Vorlesungen, dann ist klar, dass man keine Katze hinterm Ofen hervorlockt. Weil dann jeder sagt, naja gut, die Möglichkeit, die gibt es ja nun schon länger, deshalb macht ihr jetzt diesen riesen Hype, deshalb setzt ihr Arbeitsgruppen auf, deshalb macht ihr als Stadt, als Bundesland gemeinsam mit all euren Hochschulen eine gemeinsame Strategie, ich traue mich gar nicht mehr das Wort zu nennen, nachdem das hier so überstrapaziert wurde und eher auch negativ dargestellt wurde. Ich denke, es geht vielmehr darum, nochmal sich neue Kulturen auch des Lernens und Lehrens anzugucken. Das war ja auch ein Plädoyer aller derjenigen, die vorhin hier aus den Workshops von heute Morgen oder tagsüber berichtet haben und was da eigentlich alles dazugehört. Ich will jetzt hier nicht schon wieder die Werbetrommel rühren für die Hamburg Open Online University. Das tue ich auch nur, weil mir die vielen anderen tollen Beispiele aus den anderen Bundesländern und über die verschiedenen Hochschulformen hinweg jetzt fehlen. Aber als ich mir da kurz nach Amtsantritt an der TU angesehen habe, wie die Early-Bird-Projekte gestaltet sind, wie Lehrende gemeinsam mit den Studierenden ein Problem identifizieren, einem dann darlegen, wie eine Verbindung dann in ein afrikanisches Land stattfindet, um dann dort im Wasserbrunnenbau dafür zu sorgen, dass ganze Dörfer versorgt werden und dass das nicht irgendeine gestreamte Vorlesung ist, sondern dass man gleich mit den Leuten vor Ort Studierende hier mit einbezieht, die dann aber auch selbst schon mit in die Lehre gehen, also auch das Thema forschendes Lernen mit dabei zu haben, das Thema Bürgerinnen- und Bürgeraktivierung dabei zu haben, das finde ich eröffnet doch ganz neue Möglichkeiten, auch positiv über Digitalisierung nachzudenken und nicht nur dieses Bild von einer Online-Vorlesung im Kopf zu haben, von dem wirklich jeder sagt, also dafür brauchen wir weder zusätzliche Mittel, noch kreative Köpfe, noch eine gemeinsame Strategie, die auf Netzwerk und Partnerschaft oder Kooperationsbereitschaft basiert. Herr Ehlers, Sie haben eben ganz heftig genickt, also Sie stimmen zu, wir müssen wirklich von neuen Formaten sprechen, wir müssen wirklich davon reden, dass es ja neue Dinge sind, die es so noch nicht gab und das im Vordergrund stellt. Was mir wichtig ist, ist, dass wir von Lernkulturen reden müssen. Es gibt so etwas wie die homogene, hochschulweite Digitalisierungskultur, gibt es nicht, sondern es gibt Territorien. Wir sagen in unserer Forschung immer, es gibt Territorien in den unterschiedlichen Disziplinen, in den unterschiedlichen Fachgruppen und auch da ist es nicht homogen. Und das heißt, letztendlich kommt es bei erfolgreicher, so immer das müssen wir noch diskutieren, Digitalisierung von Lehre, bei erfolgreicher Nutzung von digitalen Medien in der Lehre, kommt es darauf an, dass Lehrende und Studierende zusammen eine Lernkultur zusammen entwickeln. Und das kann so aussehen, wie das eben beschrieben wurde von Frau Fegebank oder auch anders. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele. Und hierfür einen Diskurs zu initiieren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil einer Hochschulstrategie, die das befördern möchte. Also die so ein Change sozusagen, also die Leute zusammenzubringen und von ihren Kulturerfahrungen gewissermaßen, schon fast anthropologischer Ansatz, berichten zu lassen. Darum geht es letztendlich, wenn man, das ist meine Erfahrung, wenn ich mit unseren Hochschullehrern arbeite, an diesem Punkt sie zusammen in einen Raum zu setzen, und zwar diejenigen, die diese Kulturerfahrungen haben. Also Herr Ehlers, das klingt aber ziemlich ganzheitlich, ja, zu sagen, also wir haben da die Studierenden, die Lehrenden und die entwickeln dann zusammen irgendwie eine neue Kultur. Herr Thiel, ist das so? Also ich würde das so direkt unterstützen, das ist das eigentlich. Also den einzigen und schade, ich hatte jetzt gedacht, Sie würden wieder sprechen. Tut mir jetzt leid, wenn ich da... Den Unterschied, den ich vielleicht noch sehen würde, wäre, dass es auch möglich ist, natürlich die Sachen erstmal zusammenzuentwickeln,
oder mit den Professoren zu entwickeln. Aber dann hinterher kommt die Phase, und das fand ich auch sehr interessant, wo es halt eben durchgeführt wird. Und dort ist immer so eine Erfahrung, dass wirklich auch die Studierenden nicht dran gewöhnt sind, so in dieser Form zu arbeiten, sodass es eben wirklich eine neue Kultur zu sein scheint, die sich die Leute dann aneignen müssen. Ich glaube, das war jetzt ein netter Widerspruch, glaube ich. Und Entschuldigung, kurzer Nachteil, es geht dabei eben nicht um die Nutzung von meinem Facebook-Account bei langweiligen Vorlesungen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir beschrieben haben als Lernkultur, wo digitale Medien Lernen transformieren in dem Sinne auch. Und es hat ja erstmal so kulturell erstmal so, dass sie es aneignen müssen, das erstmal zu bedienen. Das finde ich ist immer der erste Schritt eigentlich. Und da sind die meisten Sachen, die wir irgendwie aufbieten können, auch finde ich komplizierter als eine Facebook-Nutzung. Und dann der zweite Schritt, und das finde ich auch noch elementar, ist ja dann, dass die wirklich auch in Anwendungskompetenz reinkommen können. Dass sie wirklich sagen, wir konsumieren das nicht, sondern wir nutzen es aktiv. Und das sind auch nochmal zwei Sachen, die man nochmal differenzieren müsste. Herr Müller, an Sie nochmal die Rückfrage. Kann es sein, dass Sie einfach vor 5 Jahren noch nicht kapiert haben, was digitale Lehre wirklich ist? Also wenn wir jetzt gehört haben, es geht um wirklich Neues. Es geht darum, dass eine neue Kultur sich entwickelt. Und Sie haben vielleicht vor 5 Jahren gedacht, wir reden von E-Learning? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass die Hochschulen, jetzt gerade auch die Universitäten, in den letzten 10 bis 15 Jahren so viel zu tun gehabt haben, wie noch nie in der Geschichte davor. Ja, wir haben, es ist ja nicht nur, dass da 20 sich an der Exzellenzinitiative beteiligt haben, es sind 45, die gewonnen haben irgendetwas. Alle waren irgendwie in Bewegung. Wir haben diesen hochkomplizierten Bologna-Prozess so halbwegs in so eine Bahn hineingebracht, bei der man sich vorstellen kann, dass es mal irgendwann klappt. Also wir sind unglaublich, unglaublich unterwegs gewesen, um, wie ich finde, richtige Sachen zu machen. So. Und bei solchen Prioritäten, da noch die Digitalisierung sehr hoch zu hängen, ist einfach sehr schwierig. Aber haben sich die Prioritäten jetzt geändert? Die Prioritäten haben sich geändert, in meinen Augen. Exzellenzinitiative. Die haben sie in mehrerer Hinsicht geändert. Nächste Bologna-Diskussion. Der erste Punkt ist, wir haben ganz offensichtlich jetzt gerade auch auf der Ebene der Hochschulen, die da attraktive Forschung machen, gelernt, dass man es nicht völlig von der Lehre trennen kann. Es gibt wieder Bemühungen, das mit Lehre zu verbinden. So, und Gott sei Dank waren die letzte Anforderung ja bei der letzten Exzellenzrunde war ganz eindeutig, wer will, muss kein Lehrkonzept reinbringen. Und die Sieger haben alle Forschendes Lernen reingebracht. Wir haben also eine Konjunktur des Forschenden Lernens und für Forschendes Lernen kann man sehr viel durch Digitalisierung da tun. Zweitens, wir haben durch den Qualitätspakt und auch und gerade durch die Probleme, die wir durch Bologna bekommen haben und, das betone ich ja ausdrücklich, durch den studentischen Protest. Die Studierenden haben vermutlich etwas anderes gewollt, ja, aber sie haben den entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass der Bund, überwiegend der Bund, kaum die Länder, das Geld gegeben haben für den Qualitätspakt. So, wir haben also wir sind am Prozess einer Aufwertung der Lehre, nicht nur an den Fachhochschulen, sondern auch an den Universitäten. Womit wir wieder bei diesen Gelegenheitsfenster sind. So, und das ist der Punkt, das ist jetzt der Punkt. Dahin, nein, muss jetzt die Digitalisierung der Lehre. Herr Thiel, haben Sie noch was? Sonst, es gibt nämlich schon einen neuen Anwärter. Ich bin schon dankbar, wenn ich das Mikrofon übergeben kann. Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Herr Thiel. Es ist nämlich ganz schön heiß. Ich habe einen Satz zum Wort Kultur. Es bedurfte nicht der Erfahrung der Deutschen Bank und der damaligen Chefs, dass man Kulturwandel nicht verordnen kann. Kulturwandel entwickelt sich von unten. Er kann gefördert werden. Das heißt, wenn wir diesen Wandel wollen, dann müssen wir diejenigen unterstützen, die es aktiv vorantreiben. Aber wir können es nicht verordnen. Keiner auf der Welt kann kulturellen Wandel verordnen. Das passiert. Jetzt machen Sie es mir schwer, Sie haben kein Namensschild, jetzt müssen Sie noch mal ganz kurz sagen, wer Sie denn sind. Ich habe das Jackett jetzt einfach mal ausgezogen und da hängt das Namensschild noch dran. Mein Name ist Daniel Kaltofen. Komme von der Hochschule BITS, das ist eine private Fachhochschule in Iserlohn, bin da Prorektor für Lehre. Und wir machen das übrigens genau so, wir verordnen das von oben. Oh. Wir sind eine Privat. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das gut ist. Wir sind stärker Organisation, würde ich mal sagen. Nicht, dass Sie ihm die Leute aufwiegeln da, Herr Müller. Nein, wir können Austausch gebrauchen. Deshalb bin ich auch hier, um so ein bisschen zu berichten, wie das ausschaut, wenn man wir haben im Rektorat beschlossen, die Digitalisierung voranzutreiben. Und wir haben einen Vollzeitmitarbeiter aus dem Rektorat, der sich nur darum kümmert, das Ganze voranzutreiben.
Und wir sind als erstes mal hergegangen und haben uns gefragt, wie sieht denn gute Lehre aus? Wir haben so ein Didaktikkonzept der guten Lehre gegeben und gesagt, so ganz egal, ob wir das mit Präsenzunterricht oder online oder sonst wie machen, wie sieht gute Lehre aus? So, das haben wir entwickelt, gut und schön, das macht die Sache am Ende aber nicht einfacher, denn jetzt kommen eben, wenn man es von oben verordnet, irgendwann dann auch mal die breite Masse, die Kollegen ins Spiel. Und da ist die Reaktion die, dass ganz große Nachfragen erstmal sind, was heißt denn eigentlich Blended Learning? Wie sieht denn so ein Kurs, also Blended Learning, E-Learning, wie sieht das denn am Ende überhaupt aus? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Das Erste, was einem einfällt, sind YouTube-Videos. Die fangen alle an mit Videos. Videos ist immer das Erste, was den Kollegen dazu einfällt. Ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dass es da wesentlich mehr gibt. Und der nächste Punkt ist dann, wenn man so eine Koalition der Willigen dann eben zusammen zu fragen, was ist denn mit dem Rest? Alle sagen, schön, Nutzen, man kann das zwar auch zerreden, aber da ist ein Nutzen da, wenn man es dann eben gut spielt und auf diese Vorteile des guten Lehrens versucht, genau abzuzielen. Warum machen trotzdem bei uns zumindest so wenige mit? Und vielleicht ist das ja auch in anderen Institutionen so. Der Prozess von Präsenzunterricht dann irgendwann mal zu einem voll digitalen oder zu so einem Blended Learning Unterricht zu kommen, der ist einfach irrsinnig groß. Das ist ein irrsinniger Aufwand, wenn man das richtig gut machen möchte. Die Dozenten und die Lehrenden sind mit einbezogen und müssen was dazu beitragen. Da reicht nicht zu sagen, ich hätte jetzt an der Stelle mal ein 5-Minuten-Video und das ist es da. Also wir nehmen die Kurse komplett auseinander, streichen ein bisschen Präsenzunterricht und bauen die dann als Blended Learning Kurs zusammen. Das ist irrsinnig aufwendig und auch dass die Administration, wenn diese Kurse mal laufen, ja, mit ich sag mal so Diskussionsforum, allem was dazugehört, das ist auf keinen Fall etwas, was leichtfertig daherkommt. Und das realisieren die Kollegen nach und nach und haben Angst, sich aus dieser Komfortzone, ich nehme mich da nicht aus, deshalb darf ich das glaube ich auch sagen, so ein bisschen rauszuwagen. Wissen Sie, woran mich das erinnert? Herr Müller hat das Stichwort vorhin schon gebracht, Bologna. Ja? Ist die Digitalisierung der neue Bologna-Prozess für die deutschen Hochschulen? Also so nach der Art, irgendwie wird Ihnen was, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendjemand sagte mal, Bologna sei den Hochschulen wie eine tote Katze über den Zaun geworfen worden. Herr Sattelberger war das. Herr Sattelberger sagte das. So, ja, die Politik hat Ihnen das rübergeworfen, so richtig war die Politik damit auch nicht glücklich, also rüber über den Zaun, macht ihr mal. Und mit der Digitalisierung ist zumindest mein Eindruck, geht es vielen Hochschulleitungen, beziehungsweise vielen Professoren auch, so ist jetzt so ein Thema, das liegt jetzt da irgendwie, stinkt so ein bisschen, wir müssen da irgendwie ran. Aber so richtig, ist das so ähnlich? Ist das, und heißt das auch, wie Bologna, ja. nach 18 Jahren, 17 Jahren Bologna, reden wir jetzt langsam darüber, dass wir eine Konsolidierung haben, dass wir irgendwo vorankommen. Ist das so ähnlich, Herr Melcher? Erstmal Herr Melcher. Nee, Sie kommen gleich dran. Also, es ist meines Erachtens nicht so ähnlich, denn ich bin sehr dankbar, dass eine private Hochschule hier oben sitzt auch. Schauen Sie sich andere private Hochschulen an. Das größte Erfolgsmodell der privaten Hochschulen in den letzten Jahren ist das Thema Digitalisierung der Lehre gewesen. Wir haben viele Beispiele, die will ich jetzt hier nicht alle aufführen, aber das können Sie selbst nachprüfen. Es gibt ganz viele Beispiele, wo private Hochschulen deshalb auch deutlich gewachsen sind, weil sie eben Blended Learning eingeführt haben, weil sie digitalisiert haben und so weiter und das auch sehr erfolgreich gemacht haben. Meines Erachtens in einer Mischung aus Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz, würde ich sagen. Wir haben eben das Thema gehabt, Kulturwandel kann man nicht verordnen. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Trotzdem kann ich natürlich Kulturwandel befördern und ich kann auch bestimmte Ziele setzen, wo ich einfach sage, es gibt eine Begründung, warum wir uns jetzt in eine bestimmte Richtung entwickeln und kann dann versuchen, sozusagen mein Hochschulteam mitzunehmen. Das ist insbesondere privaten Hochschulen in Deutschland wesentlich besser gelungen schon als den öffentlichen Hochschulen. Das sage ich jetzt nicht, um Ihnen zu sagen, hier sind überwiegend öffentliche Hochschulen, nehmen Sie ein Beispiel dran, sondern um Ihnen zu sagen, nehmen Sie sich ein Beispiel dran, sondern und zwar lernen Sie daraus, versuchen Sie das, was die gemacht haben, mal nachzuvollziehen, schauen Sie genauer hin, nehmen Sie auch wirklich mal externe Begleitung in Anspruch. Ist es nicht einfach so, weil Sie an der privaten Hochschule von oben verordnen können? Sie können verordnen, Sie können natürlich. Das ist doch der einzige Grund, dass es oberflächlich ist, das mehr aber. Aus der Praxis heraus würde ich sagen, Sie können nicht beliebige Dinge an einer privaten Hochschule verordnen. Das haben wir bei der AKAD nicht hingekriegt und ich habe seinerzeit ganz gerne von oben geführt. Aber es gibt da einfach Grenzen. Also man muss es in einem gemeinsamen Prozess machen und es gibt heute Verfahren, wie Sie das wirklich auch in einem gemeinschaftlichen, von allen getragenen Prozess machen können. Also so einfach ist es nicht. Aber es muss natürlich eine Beschlussfassung geben, die sehr klar ist und es muss, Entschuldigung, ich komme auf den Punkt zurück, eine Strategie geben, die auch vollständig ist. Ich habe jetzt auf meine Bologna-Frage gleich alle Wortmeldungen hier, ich würde sagen Frau Fegebank, Herr Ehlers und Herr Müller dann. Also,
Erst ich kann das nicht direkt so sagen. Herr Melcher hat 100% gesagt. Also sind nur die beiden übrig jetzt. Dankeschön, danke für den Vortritt. Also ich will eigentlich nur einen Satz sagen, das ist Technisierung kann man verordnen. Digitalisierung der Lehre und Transformation der Lehre kann man nicht verordnen, sondern das ist etwas, was einen tiefen Prozess der Auseinandersetzung, ich bin selber Pädagogikprofessor, benötigt. Und das ist etwas, was ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser Evolution darstellt, zu verstehen. Es geht darum, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt als Hochschulleitungssicht, mit ihren mentalen Bildern davon, was eigentlich in dem Rucksack Digitalisierung drin ist, abholen. Ja? Wenn ich mit denen rede, wir haben 700 Professorinnen und Professoren, wenn ich da in die Fakultätssitzung reingehe, dann sitzen mir da Kollegen gegenüber, die verstehen, wenn ich sage Digitalisierung, verstehen die CD-ROMisierung von Lehrveranstaltungen und die Studierenden nach Hause schicken. Die verstehen Desozialisierung, also Isolation teilweise, nicht alle, ja, also jetzt immer. Ne? So, und es geht darum, dass man in der Kommunikation genau da ansetzt zu sagen, was sind eigentlich die Kontextfaktoren, die Bedingungen, die Ziele, die wir damit verbinden. Und nochmal, Technisierung, das ist einfach, ja, das kostet Geld und so weiter und das ist auch alles möglicherweise langfristig umzusetzen, aber eine Transformation des Lehr-Lern-Prozesses im eben beschriebenen Sinne von Frau Fegebank bei dem Beispiel mit den Studierenden, die selber ihre Ziele definieren und so weiter und so weiter, das ist etwas, was wirklich herausfordernd ist für Lehrende, die 20 Jahre was ganz anderes gemacht haben. Mhm. Frau Fegebank. Ja, also auf Ihre Frage, nein, also die Digitalisierung ist nicht Bologna 2.0, schon allein deshalb nicht, weil es eben Sie darf ein es nicht sein. Thema ist. Na, das beschäftigt uns ja nach wie vor. Wenn Sie wüssten, wie ich mit Studierenden darüber streite, wann wir den Bologna abschaffen und die alten Dinge wieder einführen und so weiter. Das meine ich, also das ist eine programmatische Aussage zu sein, sie darf nicht Bologna 2.0 sein. Nein, sowohl als auch. Also sowohl als auch, um das mal kurz zu machen. Nein, weil die Digitalisierung tatsächlich, wie ich eingangs ja sagte, eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die alle Felder durchzieht. Und deshalb finde ich das auch so spannend, dass so unterschiedliche Hochschultypen hier vertreten sind. Ich habe eben Herrn François gesehen von unserer Hamburger Fernhochschule. Vorbildlich, was dort mit Teilzeit- und Abend- und Wochenendstudiengängen geleistet wird für Menschen, die in Erziehungsverantwortung sind und sagen, ich könnte dem regulären Studienbetrieb auch einer staatlichen Hochschule an einer Universität gar nicht folgen. Also das finde ich großartig, was da mit unter dem Schlagwort Digitalisierung an verschiedenen Lernformaten und Veranstaltungen entwickelt wurde. Das finde ich richtig gut. Auf der anderen Seite ist das bei privaten Hochschulen natürlich so eine Sache, Sie haben es ja auch gesagt, da kann leichter verordnet werden, als es bei den Governance-Strukturen unserer staatlichen der Fall ist. Ich erlebe das selbst bei vielen anderen großen Fragen, dass dort natürlich die akademischen Gremien alle nicht nur ein Wörtchen mitzureden haben, sondern am liebsten am Ende auch mitentscheiden wollen, auch wenn sie dann nicht die Verantwortung dafür tragen, was sie für Beschlüsse fällen im akademischen Senat etc. Das ist so. Und von daher glaube ich, kann man das nicht alles in einen Topf werfen, aber durchaus gucken, was machen die anderen gut und wo kann man sich das ein oder andere Beispiel auch abgucken, wo sind aber Dinge nicht praktikabel oder auch nicht zu übersetzen. Ich war vor ein, zwei Wochen beim Hamburger Logistikforum, auch da ging es, war ich ein Wunder, um das Thema Digitalisierung. Und da fand ich ganz interessant, was ein Vertreter eines großen Hamburger Luftfahrtunternehmen sagte, als es darum ging, wie kriegt man denn die Leute dazu? Also das kann man denn schon auch nochmal übertragen, auch auf eine Hochschule. Wie kriegt man die denn dazu mitzumachen und zu begeistern und auch mal so ausgetretene Pfade zu verlassen? Und da sagte er, der Weg, der es nicht ist, dass man so einen Kreativworkshop initiiert und dann gesagt wird, so jetzt denkt mal 2 oder 3 Stunden out of the box. Aber Herr Ehlers hat gesagt, man entwickelt das dann da so zusammen. Ja, aber nicht in einem 3 oder 5 oder 2 Tages-Workshop, sondern das muss, und dann sind wir wieder beim Thema Kultur und wie wächst das und wer sind die Trigger oder wer sind die Initiatoren an den Hochschulen
Und wie schafft man das vielleicht auch im Rahmen einer Gesamtstrategie, wenn man sich zusammenschließt mit anderen, die das auch tun? Also nicht nur punktuell und sagen, jetzt seid mal ganz kurz kreativ und dann kehrt ihr in die Box zurück und stellt aber fest, an der Box hat sich überhaupt nichts verändert, dann ist der Frust nämlich auch extrem hoch. Und ich glaube, das sind auch Erfahrungen, die teilweise unsere Lehrenden, unsere Professorinnen und Professoren, teilweise auch Studierende machen, die sagen, wir wollen gerne und wir würden gerne noch 2, 3 Schritte weitergehen, aber der Prozess ist zäh und der Prozess dauert. Herr Kalthofen, nochmal an Sie gefragt, was können ganz konkret staatliche Hochschulen dann von Ihnen lernen? Also das mit dem Verorten ist schwierig. Vielleicht noch andere Dinge, wo Sie sagen, das könnt ihr schon machen. Naja, Verordnen heißt so viel wie Prozessmanagement und Change Management eben betreiben. Inhaltlich können wir das doch gar nicht im Rektorat vorgehen. Wir brauchen die Kollegen, um das umzusetzen. Wir entwickeln Dinge dann natürlich auch gemeinschaftlich. Aber jemanden zu haben, der diesen Prozess vorantreibt, nicht... Überall sind so kleine Küchen, ne, wo dann jeder, der eine macht dies, der andere macht das, sondern sagen, wir wollen das für die Hochschule auch einheitlich haben, dass man jemanden hat, der diesen Prozess vorantreibt, also aus der Sicht des Prozessmanagements, das ist so ein bisschen das, was wir unter Verordnen verstehen, auch jemand, der in so einem Workshop sitzt, wo man dann sagt, so, jetzt wollen wir hier was entwickeln und am Ende des Tages müssen aber die und die Ergebnisse stehen. Welche das sind, da sind dann alle eingeladen, aber jemand, der das Ganze dann also eben treibt. Also Prozessmanagement eigentlich ist der Begriff ja, dabei. Die Erfahrung haben wir schon gemacht, wenn wir natürlich sagen, vielleicht ist das auch anders an öffentlichen Hochschulen, wir haben uns da gewisse Zeitziele gesetzt, wir wollen das dann auch in einer relativ sportlichen Zeit umsetzen, da müssen wir natürlich von Anfang an dranbleiben und wenn wir das dann so vor sich hin plätschern lassen und fragen dann nach 6 Wochen, na, habt ihr denn auch alle die Dinge bearbeitet, über die beim letzten Mal gesprochen hat, oh, wir hatten so viel zu tun, nichts ist passiert, dann wäre das für uns jetzt nicht der richtige Ansatz, sondern dieses Zentrale kommt vor allem eben von dieser Management- und Prozessperspektive, weniger von den Inhalten her. Ganz herzlichen Dank, Herr Kalthofen. Wir haben schon wieder die nächste Wortmeldung. Also erstmal herzlichen Dank. Während Sie nach vorne kommen, Herr Melcher hatte sich zu Wort gemeldet, dann stellen wir Sie gleich anschließend wieder vor. Herr Melcher. Ich mache es so kurz wie möglich. Wir haben eben das Thema Dringlichkeit jetzt gerade in der Diskussion gehabt. Und ich habe eben mit einer gewissen Sorge vor Herrn Kalthofen gehört, das ist ein Prozess, der dauert. Wir haben hierfür sehr viel Verständnis von verschiedenen Seiten und das ist dann eben so. Ich bin besorgt an dieser Stelle, wenn ich das sagen darf, vor dem Hintergrund der Frage, können wir uns das denn leisten, dass dieser Prozess dauert? Und hier möchte ich nochmal die wirklich internationale Perspektive auch mit ins Spiel bringen. Wir haben, die Welt wird kleiner und wir haben Entwicklungen um uns herum in vielen anderen Staaten und Volkswirtschaften und Nationen, die uns voraus sind. Die Frage ist, wie lange halten wir es eigentlich aus, dass das deutsche öffentliche Hochschulsystem sich die Zeit nimmt, dass sowas einfach dauert mit der Digitalisierung? Haben wir nicht hier möglicherweise auch einen gesellschaftlichen Druck, mit dem wir sagen, wir brauchen, ich komme nochmal auf das Wort zurück, eine nationale, schlimmes Wort, nationale Digitalisierungsstrategie für die Hochschulen. Das kann man dann sehr kompatibel ausformulieren, aber brauchen wir das nicht, um hier mehr die Dringlichkeit, die Sie heute Morgen als fehlend angesprochen haben, Herr Müller, auch wirklich in die Welt zu setzen und deutlich zu machen? Ich glaube, da können Sie ganz gut dran anschließen. Stellen Sie sich noch mal kurz vor, ich kann wieder kein Namensschild sehen, aber... Genau. Das mache ich. Ich bin Farina Steinert von der Fachhochschule Lübeck bzw. von On Campus und ich möchte noch mal einen kulturellen Aspekt einbringen, der noch nicht genannt wurde. Wir hatten das zwar vorhin im Workshop, aber ist für alle vielleicht auch noch mal ganz interessant, der Gedanke. Also in Lübeck verfolgen wir die Strategie des Machens. Und wir sollten das ist auch uns, ein schöner Begriff, die Strategie genau. des Machens. Und wir sollten uns alle fragen, wie digital wir eigentlich selber sind, weil es ist immer sehr schwierig, Konzepte zu überlegen und dann haben wir jetzt hier gehört, das kann man verordnen, dann haben wir gehört, es gibt Einheiten, die beraten und unterstützen und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man die Dinge im Rahmen der Digitalisierung mal selber ausprobiert, dann versteht man auch erst, was das bedeutet. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, legen Sie sich mal einen Social Media Account an, gehen Sie in einen Online-Kurs, lehren Sie da mal, das Präsidium könnte Konferenzen als Webkonferenzen veranstalten, denn ich glaube, wir haben es mit so einem komplexen Phänomen zu tun in der Digitalisierung, dass man da machen muss, um es zu verstehen. Wir wissen gar nicht, wie in 2 Jahren die Lage sein wird. Und wir zeigen im Hochschulsystem in Lübeck, dass es geht.
Wir begeistern die Menschen dafür und der Kreis unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter wird kontinuierlich größer und wir haben viel Spaß dabei auch. Strategie des Machens, das muss ich mir wirklich merken. Der andere Punkt ist diese Strategie des Machens. Wie kombinieren wir das mit diesem Punkt von Herrn Melcher? Wir haben da irgendwie eine Dringlichkeitssituation. Wir können jetzt theoretisch vor uns hin weiter, will ich sagen, wieder wurscht, wir können erstmal was machen und wir können die mitnehmen, die Lust drauf haben, aber gleichzeitig, um ein Bild zu gebrauchen, was jetzt wahrscheinlich sehr schief ist, wir liegen im Schlafwagen, während der Zug uns überrollt. Ja? Also so war ja so unbedingt das Bild von Frau Fegebank vorhin, das zu, damit zu kombinieren, ja, mit dem Schlafwagen. Wie schaffen wir dieses Dringlichkeitsgefühl? Anders formuliert, geht es uns an den Hochschulen zu gut? Also ist einfach diese Dringlichkeit, die scheint ja nicht anzukommen. Man kann das ganz große Rad machen, Herr Melcher, eine nationale Digitalisierungsstrategie. Jetzt könnte man mit Frau Fegebank sprechen, naja, Strategien, Papiere und so weiter, gibt es viele, gibt es genug, bringt uns das jetzt voran, wenn wir jetzt noch eine Strategie auf nationaler Ebene dazu machen? So, fürs Land gibt es schon eine, bringt uns das jetzt, dieses Dringlichkeitsgefühl? Wie schaffen wir das? Dringlichkeit zu schaffen, vielleicht auch Begeisterung, und zwar jetzt und nicht in 5 Jahren. Herr Müller. Also ich würde gerne darauf hinweisen, dass die Länder, die in der Regel da uns weit voraus sind, alle hohe Studiengebühren haben. Also wenn wir über eine Beschleunigung des Prozesses reden wollen, dann müssen wir über Studiengebühren reden. Das deckt sich übrigens auch mit dem Thema Weiterbildung. Dann verändert sich das Geschäftsmodell fundamental. Und dann fängt es auch an, ein Eigeninteresse der Institution zu werden. So, ich bin ein bedingter Anhänger von geringeren Gebühren, aber ich bin kein Anhänger der Gebühren, die wir in den USA, auch jetzt neuerdings in Kanada oder in Großbritannien haben. Das heißt, wenn wir hier einen Vergleich machen, dann müssen wir den Vergleich auch vornehmen unter Berücksichtigung der Kontextbedingungen. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich bin ein Anhänger des Föderalismus. Ja, nationale Pläne, da bin ich ganz skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Länder vielleicht besser gemeinsam agieren, als das gegenwärtig der Fall ist. Wollen wir gar, so, das ist gar keine Frage. Aber wir haben aus guten historischen Gründen eine föderale Struktur und die würde ich nicht in Frage stellen wollen. Wir sind in einer Situation, in der in meinen Augen ein Momentum entstehen kann und in der wir nicht mehr klagen müssen, was wir nicht erreicht haben, sondern in der wir jetzt neue Ufer anstreben können. Wir sind in einer Situation, in der es eine Verbreiterung von Erfahrung gibt. Wir sind in einer Situation, in der die Lehr- und Lernforschung in der ganzen Reihe von Fällen auch positive Beispiele nennen kann. Und wir haben ein paar wunderbare Vorreiter und Pioniere. Und das Forum Digitalisierung hat auch im Grunde nur ein einziges Ziel, ja, dieses Wissen zusammenzubinden und dafür zu sorgen, dass es jetzt eine Unterstützung dieses Momentums gibt. Und letzter Satz, das scheint mir der richtige Weg für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sein. Ich sage das so direkt, weil wir haben ja auch von Herrn Knudsen die Beispiele Malaysia, Singapur, Hongkong gehört. Ehrlich gesagt, diese Wege möchte ich nicht gehen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass man einem höheren Problembewusstsein, man sich darüber im Klaren wird, dass wenn man diese Wege nicht geht, es nicht einfach so bleibt, wie es ist. Und da würde ich sagen, daran mangelt es. Und das ist die Aufgabe, Herr Janoschka, von uns hier auch mit diesem Tag und den Veranstaltungen der nächsten Monate. Herzlichen Dank. Den startfragenden Teil lasse ich jetzt kurz so stehen. Der erste Teil war diese Idee zu sagen, wir haben da also einen Markt und wir können eine Dringlichkeit erzeugen, indem wir auch ein Preisschild dranhängen. Thema Studiengebühren. Das geht ja nicht nur darum, dass mehr Geld reinkommt, das ist, glaube ich, gar nicht das Thema im Augenblick, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, eine Marktsituation zu schaffen. Das würde sich ja decken mit dem, was wir vorhin gehört haben. Also im Weiterbildungsmarkt tut sich mehr. Vielleicht würde sich also mehr tun, wenn wir über Studienbeiträge sprechen würden an dem Stelle. Finde ich eine interessante These. Herr Ehlers, und dann würde ich natürlich Frau Fegebank auch gern dazu hören. Ja, ich will einfach auch nochmal, es ist vielleicht jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, um nochmal differenzierter zu werden, aber ich will nochmal sagen, Digitalisierung... Ist das dafür jemals zu fortgeschritten, die Zeit? Nein, natürlich nicht. Aber Digitalisierung ist ja nicht ein Solid-Block-Konzept, über das wir reden. In Hochschulen, wir haben den ganzen Student-Lifecycle. Also natürlich haben wir unsere Apps für die Mensa-Pläne und die digitalen Zutrittskarten für die Bibliotheken und bei uns kann man den Studentenausweis verlängern, online sogar. Und man kriegt sogar die Noten ausgedruckt online. Das geht alles bei uns sozusagen. Deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, wir sind im Bereich der Digitalisierung die führende Hochschule. Oder besser als diejenigen, wo man das noch per Papierformular machen muss sozusagen. Denn
Das Territorium, was es zu erobern gilt, ist die Lehre letztendlich. Es gilt, die transformativen Potenziale der Digitalisierung für die Lehre zu erschließen. Lehre soll sich verändern und das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte. Und darum geht es, und da würde ich genauso wie Herr Müller sagen, da haben wir im Moment wirklich eine Chance, denn die Hochschulleitungen fragen sich, wie können wir uns differenzieren, wie können wir Lehre voranbringen. Lehre ist mittlerweile problembasiertes Lernen, ist in keiner Rektoratssitzung mehr ein Nichtbegriff. Ja, das also mittlerweile verstehen Vizepräsidenten und Präsidenten und Rektoren, was das eigentlich bedeutet. Und die Frage, wie können wir das unterstützen durch Digitalisierung, die wird jetzt gestellt, mehr und mehr. Die Leute hören davon und die wollen da auskunftsfähig zu sein. Und das ist die Chance, vor der wir jetzt stehen. Das, darum geht es jetzt, diese Frage zu stellen. Frau Fegebank. Was war die Frage? Ich würde natürlich gerne was von Ihnen zum Hören zum Thema Studiengebühren, natürlich, okay. Ja, an der Stelle, aber auch natürlich über dieses Gelegenheitsfenster, von dem jetzt Herr Müller geredet haben und Herr Ehlers, was wir jetzt nutzen müssen und was wir dafür tun müssen. Aber natürlich vor allem aus politischer Sicht zunächst mal dieses Thema Studiengebühren, brauchen wir eventuell solche externen Anreize? Also ich bin keine große Anhängerin von Studiengebühren und wir hatten aber jetzt auch keine ja gerade, Gegnerin heißt das? Wir hatten jetzt ja gerade eine politische Phase in den letzten Jahren, in denen erst die Länder alle ihre Studiengebühren eingeführt hatten mit unterschiedlichen Modellen, dann auch aufgrund berechtigten Drucks diese wieder abgeschafft, zum Teil abgeschafft wurden. Und ich finde, das muss sich jetzt auch erstmal quasi konsolidieren. Das heißt, im Klartext, ich möchte nicht, fragen Sie mich in 3 Jahren wieder. Wir müssen das immer weiter im Blick haben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, diese Debatte aufzumachen, weil ich auch die Verquickung zu diesem Thema, ich kann das absolut nachvollziehen, wie Sie zu dem Gedanken gekommen sind. Aber ich fände das jetzt unschön, dann die Verbindung aufzumachen, um die Digitalisierung zu finanzieren oder die Herausforderungen, die damit einhergehen, müssen wir jetzt als ersten Schritt erstmal Studiengebühren einführen. Wenn wir über Weiterbildung sprechen und Weiterbildungsangebote, und da entsteht in der Tat ja überall ein Markt, ein Angebot, dann ist es ja jetzt schon so, dass das in der Regel über Studiengebühren läuft und dass man sagt, ich mache berufsbegleitend noch etwas und suche mir entweder eine staatliche oder eine private Hochschule dafür. Und da sind die Angebote ja schon so gestrickt, dass zum einen gezahlt wird und zum anderen die Angebote so sind, dass man sie hoffentlich in jeder Lebenslage, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch wahrnehmen kann. Und da sehe ich eine gute Entwicklung und auch eine positive Entwicklung. Aber jetzt über das Einfall zur politische Debatte Studiengebühren zu sagen, nur so schaffen wir es, dieses Möglichkeitsfenster oder diese große Chance, die damit auch in Verbindung steht, auch richtig zu wuppen und anzugehen, das halte ich für falsch. Ansonsten hatte ich vorhin gleich am Anfang auch versucht deutlich zu machen, dass ich auch in dieser Debatte immer eher die Chancen in den Mittelpunkt stellen würde und auch zum Ausgangspunkt der Debatte, weil sich eben was verändert dadurch an den Hochschulen. Aber es braucht die Leute, die das treiben, die das mit großer Hartnäckigkeit und Leidenschaft auch machen, und es braucht die politischen Rahmenbedingungen, und da sind wir natürlich gefragt, in der Regierung, ich auch als zuständige Senatorin gefragt, diese Rahmenbedingungen auch vernünftig zur Verfügung zu stellen. Da sind wir in einem fortwährenden Austausch mit unseren Hochschulen. Wir haben, wie gesagt, den ersten Schritt jetzt im Rahmen unserer landesweiten Digitalisierungsstrategie gemacht, die Hochschulen dazu einzuladen, teilzunehmen an diesem Projekt, das ganz gut angelaufen ist mit der Hamburg Open Online University, und wir müssen jetzt in den Folgeschritten überlegen, wie wird es verstetigt, wer kann noch mit an Bord kommen, welche weiteren Partner brauchen wir, wie zieht das Ganze weitere Kreise, gibt es vielleicht sogar Kooperationsmöglichkeiten mit den anderen Bundesländern, um das ein wenig größer zu ziehen. Das sind alles Fragen, die wir jetzt im Laufe des Jahres werden beantworten müssen. Mhm. Frau Steiner, ich wollte noch ganz kurz bei Ihnen nochmal zur Strategie des Machens kommen. Was machen Sie denn mit denen, die da nichts machen? Also die dann einfach sagen, es ist eine super Strategie, die wir da haben, aber ich gucke mir das mal an. Ja, wir versuchen, die zu begeistern, und es klappt ja auch. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und zeigen, dass die Dinge funktionieren, dass man einen Massive Open Online Kurs machen kann, dass Hochschulinhalte damit auch mal in die Welt gehen, und es ist eine Freude, Teilnehmende zu gewinnen dafür. Also wir versuchen, die Menschen zu begeistern, und es funktioniert. Und da gibt es dann nicht ein paar, die dann immer im Hintergrund sitzen und sagen, irgendwie alles. Natürlich, sie müssen eine Koalition der Willigen bilden.
aber wir müssen auch weiter vorangehen und die weiter begeistern. Also es gibt immer welche, die kriegt man nicht gleich mit ins Boot. Und ja, wir schauen natürlich auch nach den Formaten. Im Online-Studium haben wir sie alle im Boot. Die Präsenzlehre, die fördern wir jetzt stark. Da überlegen wir uns gute Konzepte, dass es da auch funktioniert über diesen Mechanismus. Herr Melcher. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Also ich mag On Campus, das habe ich eben schon gesagt. Ich finde das eine ganz tolle Initiative, die einfach macht. Finde ich sehr gut und ich glaube auch, dass jeder, der in diesem Bereich etwas macht und einfach Dinge voranbringt, dass das eine Bewegung ist, die wir machen müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, wir haben das jetzt mehrfach festgestellt, auch heute Morgen wieder gehört, wir arbeiten sehr viel in einzelnen Projekten. On Campus ist mehr als ein einzelnes Projekt inzwischen. Sie haben ja einen Hochschulverbund inzwischen schon lockern. Aber wir arbeiten bundesweit doch in sehr vielen Einzelprojekten, die ihren zeitlichen Turnus haben, die nach Ende der Projektlaufzeit nicht weitergehen. Und das ist eine sehr problematische Situation. Aus diesem Grund habe ich eben dieses Thema nationale Digitalisierungsstrategie angesprochen. Übrigens ist eine Strategie nicht das Papier, auf dem sie niedergeschrieben ist. Wenn das alles wäre, wäre die Zeit und das Geld, das da investiert wäre, wirklich sinnlos gewesen, sondern die Strategie ist das, was man dann anschließend daraus macht. Der Erstellungsprozess und der Umsetzungsprozess, das macht die Strategie aus. Wir brauchen aber, ich zitiere hier, ich weiß nicht, ob er noch da ist, einen der Mitfahrer, einen der Gäste auf diesem Asientrip, den das Hochschulforum vor kurzem gemacht hat, Herrn Höffermann von der IUBH, private Hochschule, der hat nämlich anschließend auf der Website des Hochschulforums einen kurzen Blogbeitrag geschrieben und hat das Gleiche geschrieben, interessanterweise mit dem Eindruck Asien, wir brauchen, ich zitiere es nicht, sondern fasse es zusammen, wir brauchen eine nationale Digitalisierungsstrategie aus verschiedenen Gründen, aber nicht zuletzt, weil wir einfach sonst nicht genügend Fahrt aufnehmen und nicht genügend Momentum hinbekommen in Deutschland, um international aufzuholen zunächst. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt, denke ich. Also kein Papier, sondern tun, aber das in einer koordinierten Form. Letzter Satz. Ich sehe auch viele Vorteile der föderalen Struktur. Wenn Sie lange auch Schule gemacht haben, sehen Sie auch die Nachteile, habe ich gemacht. Interessant ist, dass zurzeit die Kultusministerkonferenz als Vereinigung der Länder eine digitale Strategie für den Schulbereich macht, auf einer abgestimmten nationalen Ebene. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Nationale Strategie heißt nicht immer das BMBF als das führende Ministerium, sondern das kann man durchaus auch in anderen Gremien und Zusammenhängen machen. Aber dass man sich hinsetzt und sagt, was wollen wir gemeinsam, was sind die Ziele, wo soll es hinführen, wann wollen wir was erreicht haben und natürlich, wie setzen wir es kompatibel zu einer deutschen Hochschulkultur um. Das müsste mal gemacht werden. Frau Steiner. Ja, ich möchte noch was ergänzen, weil es natürlich nicht nur personenabhängig ist, weil Sie mich jetzt gerade fragten, was machen wir mit den Einzelnen, die da lehren. Wir haben in Lübeck auch den großen Vorteil, eine professionelle Infrastruktur aufgebaut zu haben. Und die ermöglicht das Lehren und Lernen eben auf eine sehr einfache Art und Weise, sodass es keine hohen Hürden gibt. Da ist sehr viel im Lernmaterial vorbereitet, die Infrastruktur funktioniert gut. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass wir nicht immer nur Menschen gewinnen, die dazugehören, sondern diese Infrastruktur erhalten wir und denken sie auch kontinuierlich weiter. Herzlichen Dank, dann würde ich sagen, entlassen wir Sie wieder, Frau Steiner. Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt den Platz tatsächlich auch freilassen, einfach um zu signalisieren, dass Sie jetzt auch noch die Möglichkeit haben für kurze Fragen, kurze Statements. Allerdings, es gibt keinerlei Möglichkeit für Co-Referate, weil wer ein Co-Referat hätte machen wollen, hätte nach vorne kommen können. Also insofern, das ist schon gesagt, fragen Sie gerne, geben Sie uns Hinweise noch zur Diskussion. Ich habe noch einen Punkt, der mir vielleicht wichtig ist, und zwar, wir reden ja bisher eigentlich über den einfachen Teil. Wir reden darüber, wie wir überhaupt dieses Thema an den Hochschulen etablieren, wie wir überhaupt anfangen zu diskutieren. Wir reden noch längst nicht darüber, wie wir diejenigen alle mit an Bord bekommen, die keinen Bock drauf haben. Wir reden ganz viel von der Koalition der Willigen, wir reden davon, dass wir das Thema setzen, aber das heißt doch im Umkehrschluss, die eigentliche Aufgabe, das eigentliche Monstrum, was da noch kommt, damit beschäftigen wir uns noch gar nicht. Wie schaffen wir es wirklich,
dass 70, 80, 90% der Dozenten mitmachen? Wie schaffen wir es, dass 70, 80, 90% der Veranstaltungen tatsächlich digitalisiert in irgendeiner Form, was auch immer das jeweils heißt, das kann ja ganz unterschiedlich sein, sind. Also wir haben jetzt schon Probleme und das eigentlich haben wir noch nicht mal angefangen, Herr Müller. Ja, ich finde ja toll, dass Sie hier, dass Sie so provozieren. Das finde ich, weil dann werden wir eigentlich gezwungen, die Position nochmal zu klären. Wir haben Gott sei Dank in Deutschland in der Verfassung die Wissenschaftsfreiheit. Die gilt gegenüber dem Staat und die gilt neuerdings auch gegenüber Präsidien. Nur mal als Hinweis, die Stärkung der Präsidien hat zur Konsequenz, man kann auch gegen die eigenen Präsidien klagen. Und das bedeutet, dass man die Fachbereiche und die Fächer mitnehmen muss. Man muss sie überzeugen, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt einen Punkt, an dem die Überzeugung gar nicht mehr nötig ist, hochschulrechtlich auch festgelegt. Wenn ein Programm verabschiedet worden ist, ein Blended Learning, ein Programm mit Blended Learning, dann hört die Wissenschaftsfreiheit auf, dann bezieht sie sich nur noch auf die eigene Veranstaltung. So. Und ich glaube, wir sind in der Situation, weil wir keine prinzipiellen Widerständler haben. Alle Studien, die ich kenne, sagen, wir haben Skeptiker in großer Zahl. Und die sind auch gar nicht so schlecht, wenn die fragen, was ist denn die, wenn wir das Wort nicht verwenden wollen, was ist der Vorteil für mich? Wir sind in einer Situation, in der wir den Prozess verbreitern können und der wir ihn vertiefen können. So, und meine These wäre, diese Situation muss man jetzt nutzen. Wir haben vielleicht nur 3 Jahre Zeit. 3 Jahre vielleicht nur. Und dann muss das Ding stehen. So, was heißt das, dass das Ding steht? Was heißt das konkret? Ja, nun, was sind die im Grunde Maßkennzahlen? Die modernsten Softwarevarianten, das modernste Lernmanagementsystem ist kein Garant dafür, dass die Lehre besser wird. Das muss man eigentlich immer wieder sagen. Es geht darum, neue Synthesen, hybride Lernarrangements zu schaffen, in der letztlich alle Beteiligten, die Studierenden nach systematischen Evaluationsverfahren mehr gelernt haben als vorher. Also das Ding stehen heißt das, was Herr Ehlers sagt, im Grunde Kultur. Die Kultur muss sich gewandelt haben. Das ist der entscheidende haben. Punkt. So. Und vor diesem Hintergrund brauchen wir etwas mehr Offenheit bei den Lehrenden gegenüber den Möglichkeiten und für die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten. Wir brauchen in meinen Augen auch eine verbindliche Strategie der Hochschulleitung. Das kann verbindlich organisiert werden. Man kann die Ziele festlegen lassen, man kann das breit diskutieren, dann stehen die Ziele fest. Man muss sich wirklich um Maßnahmen kümmern. Das ist eine Schwäche der deutschen Hochschulen. Die Maßnahmen sind alle schlecht verankert, in der Regel nicht mit. So, man muss diejenigen gewinnen, die das Projekt in die Fächer hineintragen sollen. Man muss vor allem die Dekane und Studiendekane und Dekaninnen gewinnen. Da gibt es ein großes Problem, habe ich heute Morgen nicht erwähnt. Diese Gruppe fällt im Moment als Gestalter fast aus und das ist dramatisch. So. Und wenn wir das von oben so systematisch angehen und unten einen Beitrag leisten durch gute Beispiele, dann kriegen wir das hin, was wir wollen, nämlich eine bessere Lehre. Aber es geht nicht darum, ein möglichst hohes Maß an Verallgemeinerung von welchen Konzepten der Digitalisierung der Lehre auch immer zu haben. Das ist nicht das Ziel. Und an diesem Punkt, wertkonservativ zu sein, empfinde ich überhaupt nicht problematisch. Herr Ehlers hatte sich seit einer Weile gemeldet, dann Herr Melcher. Ja, ich wollte noch mal sagen, ich habe mal vor kurzem mit jemandem geredet, Alan Tuckett, das ist der Präsident des Internationalen Verbandes für Erwachsenenbildung, und der hat gesagt, also in seiner Erfahrung, alter Mann, seiner Erfahrung gibt es 4 Dinge, die man braucht, um so einen Wandel anzuführen. Er hat gesagt, you have to be able to dream, to steal, to dance and to show off. Dream, weil man einfach neue Dinge sich ausdenken muss, man muss zu neuen Ufern aufbrechen. Steal, weil es so viele gute Erfahrungen gibt, von denen man lernen kann, die man einfach mit einbeziehen muss. Dance, weil nach Emma Goldberg man nicht sozusagen die Revolution leaden kann, ohne dass man danced, also die Leute mitnehmen gewissermaßen. Und to show off, weil sonst niemand möchte es einem nachmachen sozusagen. Man wird kein Modell, man entwickelt keine Identität, keinen Stolz. Also diese 4 Dinge. Und meine Erfahrung ist, damit kriegt man auch die Kollegen letztendlich dann mit ins Boot, wenn man so ein bisschen ganzheitlich vorgeht. Mhm. Herr Melcher. Ganz kurz als Ergänzung, vielen Dank, passt gut. Ich möchte auf die zweite Dimension, Stil, zurückkommen und bin schon an dem Punkt, als Herr Müller sich eben geäußert hatte, darauf gekommen. Ich würde Ihnen einfach empfehlen,
den Hochschulen, die hier vertreten sind und allen anderen auch, stehlen sie auch in diesem Sinne, indem sie sich Beschleuniger in die Hochschule holen. Ich habe das heute, und ich kenne viele Hochschulveranstaltungen, ich habe auch schon weiße Haare, ich erlebe das immer wieder auf Hochschulveranstaltungen, dass sich Hochschulen sehr gut mit sich selbst und in der Hochschulgruppe beschäftigen können. Es gibt andere große gesellschaftliche Gruppen, und es wundert Sie nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel die Industrie anspreche, aber die Industrie trägt ganz wesentlich zu unserem deutschen Wohlstand in Deutschland bei. Und trotz vieler Skandale, die dann hochkommen, wird in der breiten Masse das Gute, was wir machen, meistens nicht geschrieben. Also die Industrie weiß schon gut, was sie tut. Die beschäftigt sich, die holt sich ständig Beschleuniger aller Art ins Haus. Was meinen Sie mit Beschleuniger konkret in den Hochschulen? Beschleuniger sind Experten von draußen, die bestimmte Themen, man kann dazu auch Outsourcing sagen, das ist eine Variante davon, nicht die einzige. Die aber einfach, es geht jetzt nicht um Berater oder so, Herr Melcher, als Beratungsunternehmer. Es geht natürlich auch, es sind immer auch Berater, die man holt, es sind einfach Leute, aber ich habe bewusst den Begriff jetzt vermieden, damit Sie ihn jetzt nennen können, Herr Viada. Nein, es sind einfach Menschen, die im Bereich IT, im Bereich Pädagogik, im Bereich Prozessmanagement, Change Management und vielen anderen Stichworten, weil das die Pädagogik vielleicht noch und die Hochschuldidaktik, aber in anderen Bereichen sind Hochschulen einfach ein Nutzer, aber nicht sozusagen die Experteneinrichtung, die das Thema wirklich kann. Holen Sie sich, das ist mein Petitum eigentlich, holen Sie sich diese Experten auch in die Hochschulen rein, damit diese als Beschleuniger wirken. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, dass wir einfach, das war meine Wahrnehmung von heute und von vielen anderen Veranstaltungen, Hochschulen untereinander bringen nicht diese Beschleunigung, die sozusagen die externen Experten dann mit reinbringen können. Da gibt es viele Dimensionen, auf denen das möglich ist. Frau Fegebank, und dann habe ich Herrn Fischer gesehen, der hat sich zu Wort gemeldet. Ich musste gerade schmunzeln, als Sie die Industrie erwähnt haben und die vielen Skandale, über die man vergisst, dass sie auch Gutes tun, dachte ich, dass wir in der Politik ein bisschen. Ich glaube, ich will mich gar nicht einmischen und das steht mir auch nicht zu in die hochschulinternen Organisations- und Aushandlungsprozesse. Aber wenn ich von außen gucke und dann mir die Rolle ansehe, die unsere oder die politische ist, dann ist sie natürlich eine des Rahmensetzen, auch des Ermutigens und auch, wie es mehrfach gefallen ist, des Ermöglichens. Und deshalb, da sind wir vielleicht in einer etwas besonderen Rolle als Stadtstaat. Ich weiß nicht, ob es Bremen und Berlin auch so geht, dass wir den unschlagbaren Vorteil der kurzen Wege natürlich hier haben und auf relativ begrenztem Raum eine unglaubliche Vielzahl unterschiedlicher Hochschulen, also staatlicher und privater, technischer und einer Volluniversität, zwei künstlerischer Hochschulen, sodass man eigentlich die gesamte Bandbreite sieht und alle versucht, so in ein Boot zu holen, dass am Ende diejenigen, die brennen, die das Interesse haben, die Ideen haben, die vielleicht auch die Vision haben, sich weitere Anregungen holen und das wiederum dann in ihre Hochschulen und in die jeweiligen Räume auch tragen, in denen sie dann aktiv sind. Dass die Bretter trotzdem weiterhin dick sind, das ist völlig klar. Aber ich teile ein wenig die Sorge, die gerade geäußert wurde, dass uns die Zeit ein wenig davonläuft und dass wir schnell sein müssen. Und dass ich den Wunsch habe, dass wir vorn dabei sind. Also, dass wir nicht hinterherlaufen, sondern dass wir vorn dabei sind. Und da spielen natürlich Allianzen, partnerschaftliches Miteinander, auch zwischen Politik und Wissenschaft in dieser Frage eine ganz große Rolle. Und die Frage, wie die bestehenden Netzwerke so intensiviert werden, dass alle für sich das meiste und bestmögliche auch rausholen. Da haben wir jetzt mal ein Ziel formuliert, nicht nur aufschließen, sondern vorn dabei sein bei der Digitalisierung der Lehre. Herr Fischer, ich glaube, es sah nach einem Widerspruch aus. Klar, nach einem leichten Widerspruch. Und zwar kann ich sozusagen dieses Horrorszenario, was hier teilweise durch den Raum waberte, überhaupt nicht teilen, dass wir die Zukunft verpennen, dass wir die Digitalisierung verschleppen und einfach zu langsam sind und wir bräuchten mehr Macher. Ich glaube, an der Stelle möchte ich ausdrücklich die Position von Herrn Müller mit übernehmen und ich möchte Ihnen das vielleicht mal verklicken an ein Beispiel der Universität Hamburg, die ich noch überschaue. Wir haben in der Uni Hamburg ungefähr pro Semester mindestens 2000 Lehrende.
Ja? Also Professoren, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Lehrbeauftragte und so weiter. Wir bieten pro Semester ungefähr 5000 Lehrveranstaltungen an, pro Semester. Wollen Sie wirklich, dass alle 5000 Lehrveranstaltungen sozusagen völlig online stattfinden, sozusagen so hochgepeppt werden, dass sie online stattfinden? Ich glaube, das kann man nicht wollen. Es ist auch nicht in einem überschaubaren Zeitrahmen sozusagen möglich, dieses alles zu machen. Und ich denke, an der Stelle sollte man vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, sorgfältiger auch die Daten sich anschauen. Wenn wir über Digitalisierung reden, was meinen wir denn eigentlich? Ja. Also die Studien, die jetzt hier im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung angefertigt worden sind, also die Studie in der Themengruppe von Herrn Müller, die Studie in der anderen Themengruppe, die jetzt demnächst erscheinen wird, zeigen doch, dass der Durchdringungsgrad der Hochschulen mit Digitalisierung unglaublich weit vorangeschritten ist. Wir haben doch gar nicht diese ganz schlechten Bilder. Natürlich gibt es einzelne Verweigerer, aber dass wir in der Fläche sehr viel Digitalisierung, also E-Learning-Angebote haben, Blended Learning-Angebote haben, ist doch unbestritten. Man muss sich die Zahlen nur mal genau anschauen und viel mehr noch ins Bewusstsein bringen, welche Veränderungsprozesse wir in der Kultur des Lehrens und Lernens hiermit sozusagen induzieren. Und das ist schon ein etwas langsamerer Prozess, der nicht von heute auf morgen oder innerhalb eines Semesters ablaufen kann. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Höldmann. Ja, Höllermann, genau, der gerade zitierte, der für diese seltsame digitale Strategie auf nationaler Ebene eintritt. Und ich finde, was gerade gesagt wurde, ich stimme absolut zu. Man sollte nicht alles schwarz malen. Ja? Es gibt unglaublich viele Aktivitäten und Initiativen. Es gibt unglaublich viele Pilotprojekte, die es in Deutschland einfach schon geschafft haben und die hinter nichts zurückstehen müssen. Weder hinter dem Silicon Valley noch hinter asiatischen Regionen. Was ich aber gleichzeitig sehr interessant finde, ist eben dieser Verweis auf 5000 Veranstaltungen, die stattfinden. Und diese Tatsache, dass in Deutschland Zehntausende Veranstaltungen stattfinden, die sich in vielen Fällen sehr ähneln. Dass es einfach unglaublich viele Redundanzen gibt im deutschen Hochschulsystem und in der deutschen Lehre und ich auch nicht die Vielfalt massiv einschränken möchte, aber dass man sich schon überlegen sollte, ob man auf nationalen Agenten nicht einfach Best Cases und Best Practice nach vorne bringen kann, um eben den Leuten tatsächlich auch, der Lehre auch den Raum zu geben, nicht immer wieder alles zu wiederholen. Jeder entwickelt seine eigenen Materialien, jeder setzt immer wieder von Null an und entwickelt was, sondern einfach diese Synergien nutzt und den Leuten die Möglichkeit gibt, dann ganz neue Möglichkeiten noch zu erarbeiten in der Betreuung, in den Innovationen, die man reinbringt. Ja? Basiswissen in BWL, so sehr man darüber diskutieren kann, dass das eine Metawissenschaft oder eine Pseudowissenschaft ist, ja, gibt immer wieder, es gibt BWL 101 und manche Grundlagen, so umstritten sie sind, sind einfach Grundlagen. Und da muss man nicht an 180 Hochschulen oder 220 Hochschulen, okay, jeder das immer wieder selbst erarbeiten. Okay. Und da setzt so eine nationale Strategie an. Das zusammenzuführen. Geben Sie das Mikro noch einmal weiter. Wir nehmen Sie noch mit und dann gehen wir zurück aufs Podium. Ja, danke. Björn Lefers von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Wir entwickeln einen Blended Learning Studiengang bei uns und ich berate eigentlich die Professoren dabei, das von dem aktuellen Format auf dem Blended Format zu übertragen. Und was ich da merke, ist, weil es hier immer um Begeisterung geht und solche Themen, eigentlich geht es erstmal darum, die Ängste abzubauen, weil die sitzen da und wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen, was sie machen können. Und bevor man irgendwie Begeisterung auslösen kann, müsste man erstmal diese Ängste abbauen. Und dieser Transformationsprozess, der bedingt ja auch dadurch, dass ich jetzt irgendwie ein Flipped Classroom oder so mache, dass ich weniger lehre. Das ist ja auch angenehm, das komplette Programm abzuspulen, ne? Und da 2 Stunden aktiv zu stehen und zu erzählen. Aber zu moderieren, das ist auch was, was man lernen muss. Das ist auch neu. Also ich glaube, dieser Transformationsprozess, den darf man nicht vergessen. Und auch die Ängste abzubauen, bevor man Begeisterung auslöst. Herzlichen Dank. Jetzt gehen wir zurück aufs Podium und ich nehme die Frage von Herrn Fischer, die er so ein bisschen rhetorisch gestellt hat, und stelle sie nochmal ganz ernst. Wollen wir das wirklich? Wollen wir 80% oder 100% der Lehrveranstaltungen digitalisieren? Und ich sage jetzt digitalisieren bewusst, weil das kann ja alles sein. Das kann sein, dass man irgendwo einen MOOC draus macht. Es kann aber auch sein, dass man irgendwie nur ein kleines Element anders macht, als man bisher gemacht hat. Also die Frage ist, was heißt denn am Ende wieder Digitalisierung der Hochschullehre? Heißt das, keine Veranstaltung bleibt so, wie sie ist? Betrifft das irgendwie, und sei es das kleinste bisschen, jede Veranstaltung? Was wollen wir also und welche Dimensionen wollen wir tatsächlich eingehen? Ja, aber das ist Herr Müller. Darauf kann ich nur genauso allgemein antworten. Das hängt erstens von den Zielen der Institution ab. Wir haben Gott sei Dank
an den deutschen Hochschulen einen Prozess der Differenzierung. Ich bin ein Anhänger davon. Das ist gut, weil wir nicht alles gleich gut erreichen können. Das betrifft nicht nur die Grenze Fachhochschulen und Universitäten, das betrifft auch innerhalb. Das ist so. Zweitens, es hängt doch sehr davon ab, was für Studierende wir haben. Also ich würde doch nicht im Vorfeld sagen, 10% und 90%. Entscheidend wäre für mich, was für Lernertypen sind da eigentlich bei? Was sind das für Studierende? So, und da würde ich sagen, bieten die neuen Medien eine Riesenchance. Ich würde nicht von Individualisierung reden, das Wort mag ich in dem Zusammenhang nicht, aber von Differenzierung der Angebote, das ist der entscheidende Punkt. Das können wir hinbekommen. Und wenn wir das ernst nehmen, dass wir Studierende stärker berücksichtigen wollen unter ihren besonderen Möglichkeiten, dann steht der nächste Schritt nahe, dann kann man gar nicht anders, als dann wieder mit ganz viel Geld lauter Untergruppen und Arbeitsgruppen einrichten oder mit weniger Geld den nächsten Schritt der Digitalisierung vornehmen. Das heißt aber dann doch, Herr Ehlers, dass im Grunde dann doch irgendwie am Ende jede Veranstaltung betroffen ist. Sie sprachen von einem Kulturwandel auch. Irgendwie, wenn wir über Differenzierung sprechen, über Individualisierung sprechen, dann ändert sich doch alles irgendwie, wenn wir von der Kultur sprechen, die sich ändert. Also das mit den Änderungen, das müsste man dann am Ende sehen, was dabei rauskommt. Aber die Frage zu stellen, kann ich digitale Medien sinnvoll nutzen, um meine Lehre zu flexibilisieren, um die Selbststudienanteile möglicherweise besser zu unterstützen, um die Studierenden anders zu unterstützen, um Studierende, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, mit unterschiedlichen Hintergründen, möglicherweise auch Zielstellungen in sehr, sehr offenen Lernszenarien, sinnvoll zu unterstützen. Diese Frage muss sich jeder Lehrende stellen. Da muss jeder Lehrende durch, in meinen Augen. Das kann gar nicht anders sein. Das wäre ja wie ein schnelles Auto in der Garage stehen haben und es nicht nutzen am Ende des Tages. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. In dem Kontext der Hochschule unterstützt sozusagen, wie das da dann ablaufen kann. Und da kann man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, natürlich an der Stelle. Was wir zum Beispiel bemerken, ist, dass also Ergebnissen im Grad, im Reifegrad, im Intention, im sozusagen im Durchdringungsgrad von digitaler Anwesenheit digitaler Medien in der Lehrsituation. Das kann durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein am Ende. Aber diese Frage finde ich sehr wichtig für alle zu stellen. Die sollte keiner ausweichen. Herr Melcher. Also ich würde beiden Vorrednern jetzt hundertprozentig zustimmen. Und hatte eben auch so ein bisschen die Befürchtung, Herr Fischer, als Sie Ihre Wortmeldung getätigt haben, da habe ich so die Idee gehabt, naja, wir ersetzen jetzt sozusagen die Vorlesung, eben als negatives Beispiel schon dargestellt, durch eine abgefilmte Vorlesung. So war es natürlich nicht gemeint, denke ich. Ich glaube auch, die Chance ist einfach, mit den digitalen Medien in jedem Fach für jede Veranstaltung zu prüfen, was kann ich hier besser machen, was kann ich hier anders machen. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich muss das nicht nochmal alles wiederholen, was gerade gesagt worden ist. Und diese Möglichkeiten auch wirklich zu schöpfen. Wenn wir einen solchen Prozess in der Fläche, Breite, Tiefe anregen könnten, hätten wir, glaube ich, das Thema Digitalisierung der Lehre durch. Ich würde jetzt allmählich, oder Frau Fegemann? Ja, ich habe mich ein bisschen missverstanden vorhin gefühlt, weil ich den Eindruck hatte, Sie haben das unmittelbar auf meine Äußerung bezogen. Ach so, alles klar. Weil ich ja vorhin extra gesagt habe, also Digitalisierung heißt für mich nicht, dass man plötzlich aus allen Vorlesungen, dass man aus allen Vorlesungen jetzt Online-Vorlesungen macht oder abfilmt und online stellt. Also das wäre tatsächlich der falsche Weg. Ansonsten teile ich das vorher gesagt und habe da gar keinen neuen Gedanken. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt gewesen zu sagen, jeder Professorin guckt sich das an, was er sie bisher gemacht hat und stellt sich die Frage, so geht's weiter oder geht's so nicht weiter? Und dann muss man einen Grund dafür finden. Und zwar aufgeklärt und kompetent. Also er stellt sich die Frage nicht sozusagen naiv, sondern schon Und mit Beratung, mit einer nötigen Infrastruktur, die ihm auch dabei hilft, dass er diese Entscheidung nicht irgendwie alleine trifft, sondern man eben auch schaut, vielleicht gibt's ja auch Dinge, die ich noch als Professor gar nicht weiß und wo ich erstmal Beratung brauche. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, keine Anmerkungen, würde ich noch mal zu einer Abschlussrunde auf dem Podium kommen. Letzte Gelegenheit, letzte Chance. Vorbei. Ich würde gerne Ihnen zwei Fragen stellen, sagen wir mal 1, 2, 3. Ihnen dieselbe Frage und Frau Fegebank eine andere. Die Frage von den Nicht-Politikern. Was kann die Politik noch tun? Was muss die Politik tun? Jetzt kommen Sie gleich mit der nationalen Strategie, aber vielleicht gibt es noch was anderes, wo Sie sagen... Aber ohne BMBF. Ja, weil wir haben eigentlich, was ich heute immer wieder erstaunlich fand, wir haben eigentlich gesagt,
am Geld liegt es nicht oder nicht vor allem. Es ist viel im System im Augenblick. Die Frage ist die Nachhaltigkeit und so weiter, aber die Möglichkeiten sind da, das Gelegenheitsfenster ist da und trotzdem gibt es vielleicht etwas, wo Sie sagen, liebe Politik, das müsst ihr machen, da müsst ihr uns auch top-down bei helfen. Ja? Das ist die Frage an Sie drei und dann an Frau Fegebank, die Frage umgekehrt. Haben Sie irgendwie noch einen Wunsch an die Hochschulen auch? Ja? Irgendwas, wo Sie sagen, also ich will mich da gar nicht einmischen, aber von oben beobachte ich oder von außen beobachte ich das und das und denke nochmal über das nach. Herr Melcher, beginnen Sie vielleicht mit dem Wunsch an die Politik. Ich hatte gehofft, ich wäre der Dritte in der Runde. Das letzte Wort hat Frau Fegebank. Ja, ja, nicht die Vierte. spontan geantwortet und sicherlich auch ein bisschen unreflektiert, wäre mein Wunsch an die Politik, das zu ermöglichen, was hier vielfältig auch heute wieder und schon im Zuge der Arbeit des HFD entwickelt worden ist und gefördert und gefordert wurde auch. Und das bedeutet im Sinne Beschleunigung, auch an dieser Stelle eine Beschleunigungshilfe, eine Art Pakt, ich formuliere das bewusst jetzt mal so ein bisschen wolkig, eine Art Pakt zusammenzubringen und den auch zu begleiten und diesen selbst auch voranzubringen, indem die vielen Gedanken, Ansätze und Ideen, die wir haben, bis hin zu strategischen Überlegungen mal zusammengefasst werden und wo wir anschließend dann in einer konsolidierten Aktion jede Hochschule für sich mit ihrem individuellen Profil tatsächlich schneller in eine Digitalisierungsbewegung auch kommen können. Und das kann, Herr Müller, sorry, das sollte das BMBF bei sein. Ja, klar, ist ja immer dabei. Da müssen die Länderministerien dabei sein. Ich denke, das sind die wesentlichen politischen Akteure. Es wäre schön, wenn das auch von unseren Parlamenten mitgetragen würde. Und was genau sollen die dann machen? Das ist mir noch nicht klar. Ein Forum schaffen, das tatsächlich eine solche nationale Strategie in einer flexiblen Form, sodass sie auch untersetzbar ist für jede Hochschule, so etwas tatsächlich zu entwickeln und, darf man nie vergessen, das natürlich auch mit einer entsprechenden Finanzierung zu unterlegen. Wir haben hier, also Geld braucht doch. Geld braucht's, wobei, ich relativiere es ein bisschen, wir haben hier heute gehört, wir haben eigentlich eine gute finanzielle Situation und das lasse ich mal so stehen. Das haben wir, glaube ich, da besteht ein gewisser Konsens. Allerdings sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt hier größere Anstrengungen unternehmen, dann wird jeder Betriebswirt sagen, dann kostet das auch was zusätzlich. Das ist ganz klar. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt genug Geld und jetzt kommt aber noch so ein grundsätzlicherer Ansatz dazu. Das heißt, wir müssen mit einer vernünftigen, nicht überzogenen Finanzierung das Ganze eben auch unterlegen und das in einer kompatiblen Form zwischen Bund und Ländern. Das sind die beiden zuständigen politischen Akteure. Aber gleichzeitig ist meines Erachtens ein 3- oder auch ein 5-Jahres-Plan an dieser Stelle sehr wichtig. Ich vermeide das Wort Strategie, Sie merken das, um hier auch wirklich diese Beschleunigung hinzubekommen. Also ein ganz kleiner Wunsch, Frau Fegebank. Herr Müller. Also ich bin überhaupt kein Gegner des BMBF, ganz im Gegenteil. Also ohne das BMBF würden wir keinen Qualitätspakt Lehrer haben. Die Länder haben ja zugestimmt zu diesem Konzept, aber die zahlen da kein Geld für. Ich würde mir jetzt wünschen, dass bezogen auf Digitalisierung der Lehre es zu einer Abstimmung zwischen Ländern und dem Bund kommt, auch in der Fortsetzung des Forums, um den Hochschulen zu helfen. Das wäre der zweite Punkt, den Übergang vom Projekt zum Programm zu schaffen. Das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Wir haben so viele gute Projektbeispiele und jetzt muss es in der Breite in die Programme hineingehen. Das ist der zweite Punkt. Und wenn es in die Programme hineingeht, dann muss die Politik nachdenken über die Lehrverpflichtungsverordnung. Die können so nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber ich kann sagen, das ist völlig dysfunktional. Man muss dann, wenn man A sagt, wir wollen Digitalisierung, B sagen und das heißt, da gibt es völlig andere Regeln als bei den normalen Lehrveranstaltungen. Der Aufwand ist riesig und das muss bedacht werden. Ich glaube schließlich auch, dass es eine finanzielle Unterstützung geben sollte im Hinblick auf den Prozess. Also man kann vielleicht auch Berater bezahlen, wobei ich da, obwohl ich selber Berater bin, immer sehr skeptisch bin, was die Wirkungsmöglichkeiten betrifft. Also es gibt Hoffnung und es gibt dann die Verpflichtung an die Hochschulen ernst zu machen. Ganz kurzes Fußnote, das erinnert mich doch wieder ein bisschen an Bologna, da hieß es mal, Bologna wird 15% teurer. Darauf warten die Hochschulen auch noch bis heute. Herr Ehlers. Ja, es ist jetzt schwer, noch was hinzuzufügen. Alle Wünsche sind schon formuliert. In Baden-Württemberg haben wir gerade eine neue Regierung und da gibt es einen Koalitionsvertrag und da steht Digitalisierung relativ prominent drin. Das ist sehr schön. Check.
Wo wir aber trotzdem noch sind und vielleicht nochmal aufgreifen von Herrn Müller und auch so ein bisschen nochmal exemplifizierend gesprochen, wir sind noch in der Innovationsphase, was das Thema angeht. Also es gibt Ausschreibungen, gerade im Dezember gab es eine Ausschreibung in Baden-Württemberg, alle Hochschulen wurden aufgefordert, Digitalisierungskonzepte einzureichen. Und wir haben da ein Mainstream-Konzept, also ein Konzept zum Mainstreaming eines digitalen Prozesses eingereicht und prompt abgelehnt worden, weil das nicht innovativ war, weil das nicht sozusagen an der Forefront of Innovation stattfand, ja, also mit irgendwelchen Analysen von Logfiles und so weiter, Big Data arbeitete, sondern weil das einfach ein Thema war, wo wir gesagt haben, wo wir finanziert haben für 3 Jahre, ist ein Service, den können wir schon, wollen wir nicht mehr neu erfinden, den brauchen wir aber. Ging nicht. Und da müssen wir raus. Wir müssen dahin, dass eben Finanzierung für notwendige Services, Infrastrukturen auch im Digitalisierungsbereich eben stattfindet. Auf Wegebank? LVV Euro, also Landeslehrverpflichtungsverordnung, würde ich also absolut unterstreichen. Ganz, ganz wichtiges Instrument. Mhm. Auf Wegebank, jetzt müssen Sie nicht auf all das antworten, sondern drehen Sie ruhig den Spieß um und sagen, was Sie sich vielleicht noch wünschen. Ja, also erstmal nehme ich die Punkte gerne mit. Bei einigen sind wir ja auch schon ganz konkret im Gespräch. Das wird jetzt aber, glaube ich, zu weit führen, wenn wir in die Details der Lehrverpflichtungsverordnungen jetzt hier einsteigen und was das konkret wie bedeutet. Vielleicht ein ganz einfacher Wunsch, der hier auch schon mehrfach angeklungen ist im Laufe der Debatte. Und zwar, dass es an den Hochschulen, an jeder einzelnen noch mehr Menschen in Verantwortung, in den verschiedenen Verantwortungsbereichen gibt, die sagen, ich gehe diesen Weg mit und begreife es als Chance. Ich greife in diesen Möglichkeitsraum ein und mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Studierenden will ich aktiv Teil dieses Prozesses sein und nicht, dass die Digitalisierung als weitere Zumutung der Landesregierung oder der Politik oder der zuständigen Ministerin begriffen wird, der den Hochschulen noch on top übergestülpt wird. Nach dem Motto, wir müssen A, B, C, D, E ohnehin schon machen. Jetzt wollt ihr auch noch, dass wir uns hier aktiv in die Digitalisierungsprozesse einbringen. Sondern dass aus den Hochschulen heraus die Chance gesehen wird und dass wir es weiterhin gemeinsam schaffen, partnerschaftlich in den Netzwerken, die es gibt, diese noch weiter auszubauen und auch für den Standort ganz aktiv nutzen können. Mhm. Herzlichen Dank. Die Digitalisierung ist also nicht Bologna 2.0, das ist sozusagen das, was wir festhalten, sind die Gelegenheitsfenster da und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wie Herr Müller gesagt hat, vom Projekt zum Programm zu kommen und das ist sicherlich etwas, was die meisten von Ihnen, die heute da sind, auch natürlich im Alltag beschäftigt, genau diesen Switch hinzubekommen. Ganz herzlichen Dank Ihnen auf dem Podium, ganz herzlichen Dank Ihnen im Publikum.